Ich wollte einfach erstmal raus aus diesem Kinderheim. Aber ich wusste schon als Kind, dass ich so keinen normalen Job ausführen werde. Wir wollten ihn abhauen und wird in den Rücken geschossen. Okay. Und die Kugel ist so, glaube ich, an der Hüfte hoch und dann durch die ganzen Organe. Wird auf jeden Fall geschossen. Das war 50-50, gerade wie wir beide stehen. Nur noch wir zwei waren drin. Das ist meine Meinung. Die haben ihn umgebracht, denkst du? Voll. 100 Pro, der wusste zu viel und der wollte reden. Guck mal, das ist auch eine Regel, muss ich auch sagen. Leute, die legal gearbeitet haben, niemals. Ältere Menschen nicht, Frauen nicht. Nur halb, die das für mich verdient haben. Also du hast schon, ihr habt schon einen Kodex gehabt. Ich hatte einen persönlichen Kodex, nur die vom Milieu. Aber du musst noch beachten, es ist 1 Million, die verdient man nicht einfach so. Ja? 1 Million ist schon ein Batzen, so, was, wo du sagen kannst, jo, jetzt hat es sich gelohnt alles. Dieses Gangster-Getue, das ist gar nicht cool. Ja. Was cool ist, wenn du wirklich selber was erreichst im Leben, dann habe ich Respekt vor dir. Freunde, tada, wir sind wieder da. War sein Vater. Und heute haben wir Kerim Engicek mit uns. Kerim Engicek ist, muss ich erklären für die Leute, die halt die sich nicht mit MMA auskennen. Kerim Engicek ist ein professioneller Tennisspieler. ist ein MMA-Kämpfer. Ja. Und in der Szene ein Bekannter, in der MMA-Szene bekannter, weil er auch schon seit längerer Zeit dabei ist und weil er einen gewissen Umbruch in seiner Karriere hatte, wo er als ganz starker Standkämpfer angefangen hat, dann irgendwie sich zum Allrounder entwickelt hat. Aber dazu später noch mehr. Auf jeden Fall Kerim Engicek, ein großer Name in MMA in Deutschland und heißer Kandidat, um bei UFC unterschrieben zu werden. Ja? So heißer Kandidat UFC, Kerim Engicek. So, das ist über ihn, was so allgemein bekannt ist. Und welche Frage ich dir auf jeden Fall direkt stellen wollte, seitdem ich dieses Vorbereitungsvideo, Countdown, Doku, kleines Doku über euch mit dir, Lom und Max gesehen habe, was mich krass so gewundert hat, war die Frage, du bist mit deinem Bruder im Kinderheim groß geworden. Ja, genau. Wie kam es dazu? Also du bist als Türke und ich weiß, das ist halt nicht in dieser Community so gar nicht normal, so, weißt du, dass Jungs so in Kinderheim gelassen werden und dort groß werden. Deswegen hat mich das gewundert. Verstehst du? Erzähl darüber. Also mein jüngerer Bruder und ich haben uns einfach beschlossen, wir hauen von zu Hause. Nein, Spaß. Ich war, keine Ahnung, 7 Jahre alt, er 5 und mein Vater wurde zu dem Zeitpunkt verhaftet für mehrere Jahre. Mhm. Und dann ging das teilweise leider nicht anders. Also da ist für längere Zeit in Gefängnis gegangen? Für mehrere Jahre, also das waren sehr, sehr viele Jahre auf jeden Fall. Und meine Mutter war halt mit dieser ganzen Situation überfordert gewesen. Das ist jetzt so die Kurzversion, wenn ich in Details gehe, würdest du das dann auch verstehen. Weil kein Kind kommt einfach so ins Kinderheim. Ja. Das muss schon einen Grund haben, auf jeden Fall. Dann sind wir beide, also... Das war jetzt nicht so, die hat euch abgegeben? Nein, natürlich nicht. Die Stadt hat abgenommen? Genau, der Staat hat es abgenommen, weil die Mutter wird das sonst niemals machen. Ja. Dann war ich mit meinem jüngeren Bruder halb. Ich war 7, er war 5. Ja. Und waren dann insgesamt über 10 Jahre im Kinderheim gewesen. Mhm. Und du hast in dem Video auch erzählt, dass du... Wir haben auch Essen bestellt. Dankeschön. Ein bisschen Verstärkung, ne, damit die Finger stark werden. Okay, dann machen wir das so, diesmal halt mit Essen, war sein Vater. Du hast in dem Video auf jeden Fall erzählt, das Video ist übrigens von Choke. Die machen geile Videos auch und ich kenne die nicht. Ich mache jetzt keine Werbung für die, aber ich muss halt erwähnen, hat mir gefallen, ihr macht gute Sache, auf jeden Fall, macht weiter so. Auf jeden Fall, top. Und da drin da waren so ein paar Momente so fast so zu, so zum, ich sag mal so, zum tieferen Nachdenken. So. Und du sagst, du hast viel in der Schule kämpfen müssen und fast jeden Tag gekämpft und so. Und dann hast du mit Boxen angefangen, um dich halt besser so draußen durchschlagen zu können. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Grund. Das habe ich ja auch erwähnt. Ja. Also das war jetzt nicht nur in der Schule, das war auch im Heim so, weil da waren wirklich so schwer erziehbare Kinder, das kannst du dir gar nicht vorstellen, aus allen Kategorien. Ey, das waren wirklich manchmal richtig durchgeknallte Kinder. Und hast du noch zu jedem den Kontakt von denen? Nee, leider nicht mehr. Also
ich muss auch dazu sagen, also ich glaube zu 90% ist nichts draus geworden, was ich danach im Nachhinein erfahren habe. Und zu den anderen, man entwickelt sich weiter, jeder lebt sein eigenes Leben. Ich habe zu keinem mehr Kontakt von damals. Ja, auf jeden Fall auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja, da waren halt eigentlich jeden Tag Schlägereien waren dort gewesen. Und ich musste immer auf meinen Bruder aufpassen. Ich war halt als Kind wirklich richtig unterernährt und klein gewesen. Ich hatte, körperlich war ich überhaupt nicht so stark. Aber ich musste auf jeden Fall gut kämpfen können. Und so fing das dann an. Mein Bruder ist ins Boxgym gegangen. Ich bin nachgezogen. Und hat der Trainer schnell erkannt, wir beide haben gut Talent gehabt. Und dann haben wir das so kontinuierlich durchgezogen. Und dann irgendwann war ich nicht mehr so der kleine Schwache. Ich war zwar immer noch klein, aber ich konnte mich gut hauen. Also hast du den Körper in die Größe hast erst spät geschossen, ne? Ehrlich, mit 18, 19 bin ich erst so in die Höhe geschossen. Mhm. Ich weiß ganz genau noch, ich war so klein. Ich habe mit 17 noch, keine Ahnung, 62 Kilo gehabt oder 61. Und dann bin ich auf jeden Fall mit 18, keine Ahnung, 15 Zentimeter gewachsen, bin ich so in die Breite geschossen. Die meisten haben mich auch gar nicht mehr wiedererkannt. Ja, und dann haben so dann keinen Straßenkampf mehr verloren gehabt. Das war das Wichtigste. Und du hast aber im Boxen auch im Amateurbereich gekämpft, oder? Genau. Wie viele Kämpfe hast du da, wie viele Boxkämpfe hast du? Ich habe hier in Düsseldorf bei Stefan Freudenreich angefangen, da habe ich ungefähr 10 gemacht. Und bei ihm habe ich auch, glaube ich, alle gewonnen. Mhm. Und dann bin ich zu Bayer Leverkusen. Die waren schon damals in der Bundesliga. Ja. Da hat, glaube ich, auch Felix Sturm, ne? Felix Sturm, aber er war leider zu dem Zeitpunkt nicht mehr da. War auf jeden Fall, damals war das ein Riesenname, aber auch unser Idol. Wir waren 15, 16. Ja. Felix Sturm war schon eine richtige Nummer gewesen. Und wir wollten alle so, man hat das ja gesehen. Wir kamen ja wirklich dann auch so aus schlechten Verhältnissen. Und man hat gesehen, er fährt Ferrari, er lebt gut, ist ein Star. Und das wollten wir auch alle. Habe ich noch mal so knapp 30, 40 Kämpfe dort gemacht. Mhm. Also innerhalb anderthalb Jahre. Also fast jedes Wochenende gab es Kampfturniere. Also hier so Sachen wie deutsche Meisterschaften? Alles. Also deutsche durfte ich nicht daran teilnehmen, weil ich noch den türkischen Pass habe. Aber ich habe internationale. Ach, du hast immer noch türkischen Pass? Ja, ich habe noch türkischen Pass, weil ich damals nicht bekommen. Und jetzt hast du auch einen türkischen Pass? Jetzt habe ich noch den türkischen Pass. Okay, aber deutschen hast du gar nicht? Nee, okay. Aber wenn du wolltest, könntest du den Antrag stellen und dann müsstest du türkischen abgeben, deswegen machst du das nicht, ne? Ja, jetzt könnte ich ihn haben, aber ich denke mir jetzt, warum soll ich den jetzt einfach abgeben? Okay. Also, okay, deine Pläne sind schon irgendwann vielleicht nach Türkei zu gehen? So. Ne, nicht das, aber ich sehe jetzt, okay, ich brauche für manche Länder halt ein Visum, aber ich sehe jetzt keine richtigen Vorteile. Mhm. Ich bin zwar hier groß geworden und alles, aber lass mir wenigstens den Pass hier. Okay, gut. Das ist noch so deine Verbindung auf jeden Fall. Und wann hast du mit MMA angefangen? Wieso hat dich das interessiert? Und MMA habe ich. Ich hatte damals noch einen Jugendbetreuer. Mhm. Mit 16 habe ich dann eine eigene Wohnung bekommen. Und dann hatte ich einen Jugendbetreuer, mit 17 ungefähr. Und der war auch schon so Kampfsport begeistert. Da meinte er, komm, wir gehen mal zu einer MMA-Veranstaltung. Mhm. Und ich wusste gar nicht, was das ist. Und dann habe ich das dort gesehen. Ich habe sofort gesagt, ey, dieser Sport ist für mich. Mhm. Ich habe das hier damals, ich hatte keine Ahnung. Für mich sah das aus wie ein Straßenkampf. Ja. Mich hat das so fasziniert. Du hast die Vorteile erkannt, ja, wenn du immer mal besser wirst. Dann hatte ich direkt Lust. Dann bin ich direkt geguckt, wo hier ein Gym ist, bin ich hier direkt nach Düsseldorf in Gym und habe direkt so angefangen. Bei wem hast du angefangen? Ja, bei... Ach so, komplett damals bei Nordin. Kennst du ja noch, vom Pride Gym der. Bei ihm habe ich angefangen. Und dann hat das nicht funktioniert, dann bin ich rüber zu Asis gegangen. Nicht funktioniert hat dir das Training nicht gefallen? Oder? Das war alles, da war ja noch mein Kopf. Alles hat vorne und hinten nicht gepasst. So. Ich war mit meinem Kopf, meinen Gedanken noch ganz woanders. Du warst woanders. Ich war gar nicht so auf Training fokussiert oder konzentriert. Okay. Dann erkläre ich ein bisschen mal, steige ich ein bisschen ein und erkläre mal deinen Verlauf der Karriere. Und am Anfang war das so, dass du bist aufgefallen durch gute, schnelle Hände, Boxing, Chaos am Anfang, dann. Aber man hat schnell für dich ein Gegenmittel gefunden. Genau. Man hat es auch sehr stark ausgenutzt immer. Man hat dich auf den Boden geholt und ausgerungen, ausgepunktet. Also man hat gesehen, okay, der kann nicht so gut ringen, nicht so gut verteidigen, das Ringen.
Und das ist eine Schwachstelle. Und ich erinnere mich, ich war dabei bei GMC, wo du gegen Rafael Levon verloren hast. Ach, warst du live dabei? Ich war live dabei, ich war auch nicht weit von dir. Und ich erinnere mich an diese Gedanken, wo ich dachte, du hast auf jeden Fall im Stand geführt und du solltest eigentlich den Kampf gewonnen haben, aber der Rafael Levon hat durch seine Masse, durch seine Stärke und durch seine Fähigkeiten im Ring, die besser waren als deine auf jeden Fall, hat er diesen Kampf für sich entscheiden können. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diesen Zeit, wo ich gedacht habe, ich glaube, der Kerim wird noch ein paar Kämpfe machen und dann wird er einsehen, dass er halt entweder aufsteigen muss oder keine Ahnung, was ändern muss. Vielleicht geht er ins Boxen oder so. Das waren meine Gedanken, wirklich. Ja. Aber dann irgendwie so hat sich ein Jahr danach irgendwie, anderthalb Jahre danach, kamst du schon mit Max und Lom Ali zurück. Mhm. Und dann warst du auf einmal so mit so andere Kämpfer, der schon mittlerweile auch ringen könnte. Und erzähl ein bisschen darüber, was hat dich dazu bewegt, so wie hast du es erkannt und so. Also mit Levon war das auf jeden Fall, ich wollte diesen Kampf verdrängen, dass du mich wieder erinnert hast. Ne? Aber das sollte alles so sein, ja. Ehrlich. Ich habe ihn wirklich mindestens ein halbes Jahr verflucht, weil du hast den Kampf gesehen, das war jetzt kein Kampf von seiner Seite aus. Ich wollte kämpfen, er hat mich halb gerungen. Das ist aber MMA. Ja. Du kannst jetzt nicht, ey, warum hat er das gemacht? Dann sucht er eine andere Sportart. Damals habe ich mich halt extrem aufgeregt, dann habe ich mir aber gesagt, ey, das ist kein Boxen. Ja. Ganz einfach. Was soll er machen? Warum soll er gegen mich im Stand stehen bleiben, wenn er weiß, der geht K.O.? Das sagen auch viele. Ist so. In MMA, ja. Das ist MMA halt. Ja. Das ist MMA, da gibt es keine Ausreden. Aber normal, zu dem Zeitpunkt, ich hatte so Hass, ich habe den verflucht. Und dann mich selber auch, weil ich habe das wirklich nie ernst genommen. Den Sport habe ich einfach damals nicht ernst genommen. Ich bin zweimal die Woche war ich beim Training, habe ich schon an der Türe gearbeitet, das, links, rechts. Ich habe mich kaum auf den Kampf richtig konzentriert und vorbereitet. Du hast dich vor dem Kampf nur mit zweimal in der Woche Training vorbereitet? Ja, zweimal, höchstens dreimal vorbereitet. Und wie ich damals mitbekommen habe, hatte er seine Arbeit für den Kampf so erstmal stillgelegt, hat jeden Tag trainiert, wie ein Tier. Ja, und dann habe ich mir wirklich gesagt, entweder hörst du jetzt auf mit dem Sport oder du gibst jetzt Vollgas. Weil ich habe gesehen, ich hab Potenzial, ich kann das und ich kann kämpfen und ich habe Herz. Und dann kam das so mit Lom Ali und mit Max zustande. Das erste Mal mit Lom Ali. Und ich dachte schon, ich wäre ein Profi, weißt du? Und dann als der Lom mich mit zum Training gemeint, ey, das ist doch nicht normal, was der Junge macht. Morgens, abends, das ging. Erste Mal eine Vorbereitung gehabt mit ihm. Und dann bin ich zu Max gegangen. Habe ich gesehen, auch vom Level war das ganz anders. Ja, und dann fing das direkt an. Und danach fing die Siegesserie an. Also seit dem Zeitpunkt habe ich auch nicht mehr verloren. Also bis jetzt hat mich keiner mehr auch runterbekommen nach meinen Kämpfen. Ich habe eine gute Verteidigung, mein Ringen ist jetzt solide. Ich bin so. Ich habe das ja auch jetzt auch selber eingesehen. Auch. Jetzt sehe ich auf einmal, der Rekord, damals war der Rekord nicht so gut, nach dem Rafael Levon Verlust auch. Ja. Und dann habe ich auch selber gesehen, wie du dich verändert hast. Und so geht's halt, das ist MMA. Und ach, stimmt ja. Der Leo erinnert uns, dass wir spielen müssen eigentlich. Übrigens, ja, zu den Regeln, zum Spielregeln. Ja. Wir wären nicht wir, wenn wir etwas nicht geändert hätten wieder. Aber diesmal hoffe ich, das ist zum letzten Mal. Wir haben das mit der Verlierer muss ein Lied singen rausgenommen, weil das hat sich ein bisschen so als nicht so durchsetzbar gezeigt. Manche dann irgendwie denken selbst nicht dran und ich habe da gar keinen Bock, irgendwie jemanden hinterher anzurufen und zu sagen, hey, du wolltest doch singen oder nicht. Und dann hat sich das irgendwie so verlängert alles, dann ist das irgendwie verschwunden und deswegen, und manche tun sich auch schwer, ich dachte mir nicht, dass das so schwer fällt für manche, aber die tun sich wirklich schwer damit so zu singen, weil keine Ahnung. Ist schon hart, zu singen ist schon hart. Ja, ich meine, ja, voll. Für mich war es auch nicht so leicht, aber man weiß ja, unter welchen Umständen das passiert ist und so weiter. Aber okay, wir haben das hinter uns, wir haben das jetzt rausgenommen. Derjenige, der heute verliert oder in nachfolgenden Sendungen, von denen es auch hoffentlich sehr viel geben wird, verliert, wird über sich ein Geheimnis verraten müssen. Etwas, was man gar nicht bis jetzt über ihn wusste. Eine Geschichte, eine für ihn peinliche Geschichte oder irgendein Fakt über ihn. Aber es muss was sein, also was Ernsthaftes, Interessantes sein. Jetzt nicht so mäßig wie, als Kind habe ich mal in der Schule zwei unterschiedliche Socken angezogen. Sowas ist scheiße. Ja? Ja. Auch für die Zuschauer, wenn ein Gast sowas erzählt, dann könnt ihr auch über ihn so urteilen und sagen, okay, das ist jemand, der seine
Spielschulden nicht begleicht, sozusagen. So in der Art, so, ja. Was für manche so richtig heilig ist. Ich sag dir so, ja. Ihr post-sowjetischer Raum, so, weißt du, dort jemand, der Spielschulden nicht begleicht, das ist so wie, der wird fast, keine Ahnung, gelünscht dafür, so, ja. So, jetzt nicht so wortwörtlich gelünscht, sondern so in der Öffentlichkeit, so, in Meinungen der Menschen. So. Das ist klar, ja. Also derjenige, der heute verliert oder im Nachfolgenden verliert, wird über sich eine Geschichte erzählen müssen, eine peinliche Geschichte, die noch nicht bekannt war. Und ich fange dann an, genau, weil wir wirklich, ich habe mich reingehört in deine Geschichte und vergessen. Und Leo hat netterweise uns daran erinnert. So, guck mal, den du rausholst, legst genau. Quer drauf. Okay. Ja. Also du bist dran. Also direkt hinterher? Du kannst auch Zeit lassen, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt nicht uns sitzen. Mal den hier. Ja. Kannst du machen. Was ist das denn? Beim ersten schon bewegt sich der Tour. Welches Rat würdest du dir selbst geben, einem Jungen dir selbst zum Beispiel, wenn du jetzt 15 Jahre zurückgehen könntest und dir selbst ins Ohr was flüstern könntest? Ich würde mir wirklich dass ich so auf ein paar bestimmte Personen gehört hätte, weil ich war damals so ein Sturkopf, dickköpfig, dann wäre ich ganz andere Wege eingeschlagen, dann wäre vieles nicht passiert. Dass du dem Rat der Älteren zugehört hast? Genau. Ja. Ich dachte mir immer, keiner hat mir was zu sagen und ich weiß immer alles besser. Aber es soll so sein, also jeder ist sein Leben ist vorgeschrieben. Das sowieso? Ja. Man kann es nicht, du hast es gemacht, das ist dein Leben, das ist deine Vergangenheit. Die Frage ist, um einfach zu verstehen, was du irgendwie so anders machen würdest, was du deiner Meinung nach auch damals etwas falsch gemacht hast. Ja. Also die Frage hat schon mehr Sinn. Ja, auf jeden Fall. Okay, und wovon hast du als Kind geträumt? Was war so dein Ziel? Was, in dem Kinderheim zum Beispiel, was dachtest du dir, ich breche hier aus und was machst du dann? Ja, genau. Ich wollte erstmal eigentlich da raus. Das war mein Traum gewesen. Ich hatte jetzt keine Ziele oder Träume. Ich wollte einfach erstmal raus aus diesem Kinderheim. Aber ich wusste schon als Kind, dass ich so keinen normalen Job ausführen werde. Also ich hab mich jetzt nie was Besseres gesehen. Im Gegenteil. Ich hatte ja nur Nachteile, aber ich wollte immer irgendwas Besonderes werden. Also du wolltest nicht für jemanden arbeiten, nee, sondern eigene Dinge? Nicht. Ja? Ich hab ja mir nie was sagen lassen, das ging schon von vorne nicht. Aber ich wollte für mich selber immer. Vielleicht hätte dich jemand als Chef eingestellt, direkt so, weißt du? Ja, das wäre kein Problem. Als Chef wäre, denke ich mal, wäre schön gewesen. Guck, ich habe dich unterbrochen, jetzt weiter. Ja, aber wie gesagt, ich wollte einfach raus und dann was Besonderes machen. Auch irgendwas mit Sport. Mhm. Also in die Richtung war dir schon klar, dass du in der Richtung was reißen willst. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch damals, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut Fußball gespielt. Das wissen die wenigsten. Ja? Ich war sehr gut. Welche Liga? Ich kenne mich da jetzt mit Liga nicht aus. Ich weiß, es gibt erste und zweite Bundesliga. Nee, ich aber darunter gibt es ja so irgendwie 15 Ligen, oder? Das Problem war einfach nur, ich hatte ja keine Förderung. Und ich durfte in keinem Verein spielen. Und wir waren halt jeden Tag auf der Straße am Spielen. Und bis irgendwann ein... Was heißt das? Ich hatte keine Förderung, ich durfte keinen Verein spielen? Nein, vom Heim aus. Ja, durfte in keinem Verein spielen oder irgendwo. Und weiß ich noch, wir haben immer auf der Straße gespielt. Da war ein Junge, der kam irgendwann mit seinem Vater. Der war irgendwie in München in einem Internat. Es gibt so ein Fußballinternat in München. Da meinte der Junge, du hast so viel Talent, wir müssen dich da hinbringen. Und da hat er und mein Bruder, sind wir mal einmal aus Spaß, hier Fortuna in Düsseldorf ist ja bekannt. Ja. Habe ich da Probetraining mitgemacht und die wollten mich sofort da haben. Und ich habe in meinem Leben noch nie im Team gespielt oder so, nur auf der Straße ein bisschen gezockt. So. Also egal, was ich sportlich... Fortuna wollte ich sofort Fortuna wollte ich sofort. Welches Alter warst du damals? Boah, wie alt war ich da? So 14 ungefähr, krass. 13, 14. Wieso hast du nicht gemacht? Der ging ja nicht. Du musstest ja Beitrag zahlen und das hatte ich ja nicht. Weißt du? Und das wollten die jetzt nicht übersehen? Nee, die haben so nie gefördert in irgendwas. Wo wir da waren, haben jetzt gar nichts gefördert. Aber ich meine, die von Fortuna, wollten die wussten ja, deine Umstände und wollten trotzdem... Nein, ich habe gar nicht meine Umstände gesagt. Die meinten einfach, ja, komm wieder. Und ich habe ja. Aber mir war das damals auch peinlich zu sagen, ey, ich komme vom Heim, ich habe kein Geld. Und dann bin ich einfach nie wieder mehr hingegangen. Ja, ich meine, es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Man weiß nicht, was wäre, wenn du Fußball geworden wärst. Man weiß es nicht.
Aber es ist schon schade, dass du deswegen das ausgelassen hast. Mhm. Wobei, vielleicht hätten wir einen sehr guten jetzt MMA-Kämpfer verloren, deswegen ja. Kann man nicht sagen. Ja? Aber okay, das ist schon krass. Spielst du jetzt auch gerne Fußball und oder ist das jetzt eher so in Vergangenheit gespielt? Vergangenheit. Wie ist unser Sport? Das ist, wir haben viel zu viel Training, um noch nebenbei Fußball zu spielen. Wir spielen ab und zu mit Abos auch Fußball und der kann auch ultra gut Fußball spielen. Ja? Ja, und der meint, der sagt immer, boah, ich könnte immer so Fußballer werden. Ich könnte. Ich sage jetzt ist das schon zu spät, aber wirklich, du hättest auf jeden Fall als Fußballer durchstarten können. Na klar, der hat auch die Statur dafür. Ja. Ich glaube so, dass so dieses Sportliche, das ist auch ein bisschen so, was man in der NK mitbekommt. So, ja, diese Veranlagung so, für Sport. So. Der hat das auf jeden Fall und du hast das auch. Mhm. Ja. Wir sind übrigens in dem Lox in Düsseldorf auf Hanseallee. Wollte ich auch erwähnt haben. Interessierst du dich für Politik? Ich interessiere mich schon, aber ich halte mich eher daraus. Also du weißt selber, wenn du einmal was anfängst, das ist ein Gesprächsthema, das niemals endet. Mhm. Ich habe für mich so selber meine persönliche Meinung, aber ich hänge das jetzt nicht an die große Glocke. Ich meine, du hast ja auch keinen deutschen Pass, du kannst dann auch nicht wählen gehen. Ja. Aber ja, okay. Gut, also du, so grob, welcher Parteien es gibt, so wer wofür steht, so hast du Ahnung schon? Oder, bis dahin tauchst du nicht mehr ein. Doch, etwas Allgemeines habe ich auf jeden Fall. Wovon lebst du privat? Ich weiß, also viele auch in den Videos, auch davor, auch auf deinem Instagram, sieht man auch, du fährst einen Porsche Panamera. Ja. Man weiß, es ist jetzt nicht so, du müsstest sehr viele Kämpfer in Deutschland bestreiten, um Porsche dafür zu kaufen. Und mittlerweile sind die Gagen gestiegen natürlich auch. Aber so mittlerweile hättest du schon mit 10 Kämpfen und deinen Gagen hättest du einen Porsche kaufen können? Ja, also ein bisschen weniger. Also mittlerweile hat sich einiges geändert hier in Deutschland. Was Gagen angeht. Was Gagen auf jeden Fall angeht und die Sponsoren vor allem. Also das Wichtigste sind die Sponsoren, die da. Sponsoren heißt Leute, die dich so privat so unterstützen, sagen, mach weiter, wie ungefähr. Oder ist das so Leute, die deren Kleidung du trägst und so? Ja, zum Beispiel, das sind auch Firmen oder halt Privatinvestoren. Manche feiern mich einfach, sagen, ey, wir machen das aus Spaß, die nur Kohle haben. Oder halt Firmen, die sagen, der Junge passt zu unserem Produkt. Mhm. Wir zahlen, ist ja auch eine große Werbung. Hast du ja in Oberhausen, warst du in Oberhausen da gewesen? Bei meinem letzten Kampf? Nee, war ich bei nicht. Zum Beispiel, da waren über 8000 Leute Zuschauer in Oberhausen, ausverkaufte Halle. Das war ja im Fernsehen überall. Mhm. Hatte ja richtig hohe Reichweite. Ich glaube. Also, das ist ja dann auch gute Werbung für die Firmen, also für das Produkt halt. Da verdienen die, glaube ich, am meisten auch, ja? Über Sponsoren, also habe ich gut verdient im letzten Kampf. Aber wovon lebst du jetzt? Davor. Okay. Davor, also ich habe es nicht gelernt. Mein Bruder hat Immobilienmakler gelernt, eine richtige Ausbildung gemacht. Und dann irgendwann haben wir uns beschlossen, wir machen eine Firma auf. Das ist Engisek GmbH. Wir kaufen, verkaufen Immobilien, restaurieren, sanieren, komplett neu. Könnt ihr auch googeln, die Seite gibt es auch. Weißt du, warum ich diese Frage stelle? Weil oft so junge Ausländer in Porsche, weißt du ja, 99% denken sofort, yo, verkauft Drogen bestimmt. Aber das ist ja das Klischee, das denkt ja jeder. Ich meine, das Klischee, das denkt jeder, und um einfach auf die Frage einzugehen, warum? Die haben eine Immobilienfirma, wo die Immobilien einkaufen und verkaufen und vermieten. Deswegen, der Porsche ist jetzt nicht. Aus auf jeden Fall nichts Illegales. Genau, nichts Illegales. Ja. Der ist verdient schon. Glaubst du so an Verschwörungstheorien und solche Sachen? So, es gibt ja unterschiedliche. Hier zum aktuell ist sehr verbreitet, so die Corona gibt es gar nicht. Es gibt gar keine Corona und wir werden nur so, man will uns chipieren. Wir kennen beide einen Jungen, der sehr, sehr stark an diese Theorie glaubt. So. Und wir nennen seinen Namen nicht. Aber so. Man, das Ganze hier, das ist ein Theater, man will uns chipieren und auch so Zombies machen und uns kontrollieren. Ich sag mal so, ich halte das für mich, was ich denke, was nicht. Okay. Weil du sagst, egal was du sagst, am Ende ist das falsch. Ja. Und die meisten kriegen das in den falschen Hals. Ja. Und das kann auch ganz schön nach hinten losgehen. Also ich halte mich aus dieser ganzen Geschichte erstmal raus. Keine Verschwörungstheorie. Was ist deiner Meinung nach eine gerechte Gesellschaft? Meine Meinung, eine gerechte Gesellschaft? Ja. Also, das Wichtigste ist eigentlich, dass es keine Armut gibt. Und hier in Deutschland haben wir schon das Glück, dass wir wirklich hier aufgewachsen sind. Wenn wir uns andere Länder anschauen,
zum Beispiel jetzt, ich habe mich ein bisschen mit Uganda befasst. Boah, ein sehr, sehr armes Land. Da dürfen, die dürfen froh sein, dass wir überhaupt trinken dürfen. Mhm. Und dass es einfach keine Armut gibt, das ist für mich so das Wichtigste, dass keiner hungern muss. Abgesehen jetzt von den Gehältern und so, jeder kann, ich bin nicht dafür, dass jeder gleich bezahlt wird, yeah, weil wenn einer was erreicht hat, soll er das verdienen. Ja. Jeder kann das, halt das Zeug dazu. Aber der andere, der nicht so viel verdient, der soll aber auch genug verdienen, dass ja, er nicht irgendwie sich nicht erlauben kann, ins Restaurant zu gehen. Genau, oder keine Ahnung, das meine ich ja, dass ja, wir auch leben können, natürlich, ja, das gehört auch dazu. Ja. Aber jeder, also ich sehe das so, man ist selbst verantwortlich für sich. Wenn du wirklich was möchtest, dann erreichst du das. Ja. Ist so, wenn du mit den richtigen Leuten verkehrst, selber an dich glaubst, kannst du das schon erreichen. Ja. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist halt die Armut. Und wenn man sich so Videos anschaut, das sollte man auch machen, finde ich, weil man vergisst das ganz. Guck mal, wir sitzen hier in so einem schicken Restaurant, wir haben schönes Essen, uns geht's gut. Man vergisst ganz schnell die verhungernden Kinder und Menschen da drüben. Ich gucke mir auch immer wieder diese Videos an, um wieder runterzukommen. Wieso hast du dich mit Uganda befasst? Hast du irgendwie so... Das ist eine... Projekte da? Ja, ich habe... Also, ich werde jetzt bald ein Projekt begleiten. Also, ich will das nicht an die große Glocke hängen oder mich damit so profilieren. Ich frage dich toll, ja. Du wolltest... Das ja, Thema war mir auch unbekannt, aber ich finde, ich feiere sowas. Ich weiß, wenn jemand spendet und so ja, darüber redet, dann ist das... Dann genau. Für mich verliert das den Wert, absolut. Weil du, wenn du spendest, genau, wenn du jemandem helfen willst, dann mach das so. Und ja, und mach nicht, weil du irgendwelche Dividende genau, dafür haben willst, so gesellschaftliche oder religiöse Dividende. Mach einfach, weil du diesen Menschen helfen willst. Genau so. Das ist die Meinung. Das ist auch meine Aber ich frage dich, weil ich mich interessiere, was ist das für ein Projekt? Vielleicht wollen andere Leute auch das unterstützen. Vielleicht wird jemand, auch wenn einer da einsteigt, so ist das schon große Aber gut, Sache. Dass du das ansprichst. Ich wollte das persönlich selber ansprechen. Ich habe das letztes Mal auch bei Instagram live angesprochen. Ja. Weil ich habe diese Reichweite und ich will diese Reichweite auch nutzen. Falls man spenden kann, sei es 5 ja, Euro, 1 Euro Spende. Ja. Weil ich begleite jetzt ein Projekt, ich will Brunnen bauen lassen. Ja. Wir sind jetzt 3-4 Jungs, wir machen mehrere Brunnen. Mhm. Für Leute, wo es nicht selbstverständlich ist, einfach am Wasser anzugehen, Wasser, die wirklich verschmutztes, verdrecktes Wasser trinken, komplett Krankheiten haben. Und halb Uganda war halt ein Land, was mir vorgeschlagen wurde, haben die mir auch Videos gezeigt. Komplette Straßenkinder, die nichts da zu essen haben. Und ich habe eine gute... diese, wie heißt das, Foundation gefunden, da, die da ja, dieses Projekt begleiten, auch sehr seriös. Die haben mir auch komplett mit Beweise, Videos, alles geschickt. Ja. Und das begleite ich jetzt in Zukunft weiterhin. Ich will das jetzt auf jeden Fall immer durchgehend machen. Das ist sehr gut und das sollten auch immer mehr Leute machen und in ihrer Position genau, zu schätzen wissen und immer nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die nie diese Möglichkeit hatten, die wir hatten. Die waren nie in diesem Land geboren, die waren nie diesen Zugang an dieses Geld, an dieses Reichtum. Was ist Reichtum, wenn du genau, einen Kühlschrank, einen Fernseher zu Hause hast und ein Dach über Haus hast? Das ist für viele, für einen großen Teil unserer ganzen Erde, ja, für genau, Milliarden Menschen ist das schon ein Reichtum. Was für uns normal ist. Ja, das ist schon krass einfach, ja, wie unfair das verteilt ist. Und ja, und wir werden diese Seite verlinken. Genau, und in die Beschreibung auch schreiben, wer sich interessiert, einfach so, ohne jetzt irgendwie das dann wieder in Stories zu posten und zu sagen, hey, ich habe hier gespendet, 5 Euro. Einfach reingehen und spenden, wenn genau, ihr so denkt, so, das ist fair. Und ich weiß, dass viele auch Probleme haben mit diesen Hilfsorganisationen, weil es gibt auch sehr viele Hilfsorganisationen, die sehr viel Geld gespendet bekommen. Aber in die eigene Tasche dann. Weil die haben, dann guckst du die Verteilung die Löhne der Mitarbeiter. Auf einmal verdienen die verbrauchen die Millionen für die Löhne der Mitarbeiter, so, weißt du? Und du denkst, Alter, hä? Wieso verdienen die Mitarbeiter der Hilfsorganisation irgendwie so die Hälfte der Spende geht da drauf? Ich nenne auch keine Organisation, aber es gibt viele solche. Deswegen will man auch eine finden, wo du Geld reinsteckst und die direkt auch das an die Leute bringst, so, ja? Auf jeden Fall nicht viel davon verloren geht. Ja, ich bin auch bei sowas, was sehr, sehr, also, was heißt pingelig, ich gucke ganz genau drauf, wohin das gespendet wird und nicht. Und ich kann wirklich sagen, die Seite ist zu 100%ig seriös. Ja. Die Leute, die das auch betreiben, zu 1000%, ich kann nicht die vertrauen. Und ich kenne diese Person auch schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren ungefähr. Werden wir in der Beschreibung auf jeden Fall erwähnen, diese Seite. So, ist es dir wichtig, was andere über dich denken? Damals war mir das wichtig. Also, damals, als ich noch jünger war, wollte ich direkt jeden kaputt hauen, der was gegen mich gesagt hat. Oder auch im Internet. Ja. Ich war ja immer schon so einer, den konntest du schnell aufregen. Hm. Aber jetzt mittlerweile, das gehört dazu. Ja. Desto bekannter du wirst, gehört das dazu. Wird immer geredet.
Leute wollen immer irgendwas Schlechtes über dich herausfinden. Also nicht mehr herausfinden oder einfach sagen. Zum Beispiel, wie du halt schon sagst, die sehen dich mit Porsche, die sagen, ach, der verkauft Drogen, der macht das, der macht kriminelle Geschäfte. Die suchen ja immer einen Grund, um dich fallen zu sehen oder sonst was. Aber mittlerweile wirklich, ich ignoriere das. Ja. Ich habe unter fast jedem Video steht irgendwas Schlechtes. Irgendjemand schreibt immer irgendeine Scheiße rein. Deswegen darfst du gar nicht so persönlich nehmen. Oh, wir haben ja aufgehört zu spielen. Ja, ich wollte mich auch. Ich war dran, oder du? Ich glaube, du warst dran, ja. Okay. War der erste Moment. Ja, du bist dran. Ich wollte was sagen, aber ist mir auf. Hast du die festgeklebt oder warum? Ich bin gespannt, welche Geschichte, welches Geheimnis du uns verraten wirst. Bitte. Also das war ja fast die ähnliche Frage, wie gehst du mit Kritik um, du hast die beantwortet. Zweifelst du schon mal an dir? Was jetzt, allgemein oder sportlich? Ja, ob du jetzt auch, schaffe ich das, bin ich auf dem richtigen Weg, bla bla, keine Ahnung, was alles so. Das war eigentlich früher immer so. Früher war das wirklich bei mir so, schaffe ich das, mache ich das, aber mittlerweile habe ich das nicht mehr. Was sagst du dir dann? Was sagst du? Du musst dir in deinen Kopf, egal was du dir vornimmst, musst du sagen, ich schaffe das. Jetzt nicht so träumermäßig, dass ich jetzt sage, ey, keine Ahnung, ich werde jetzt nächsten Monat 1 Milliarde haben. Natürlich wird das nicht klar, aber du musst 1000%ig überzeugt von dir selber sein und sagen, ist egal, was kommt, ich schaffe das. Mhm. Weil das sind alles Hindernisse, die überwinden werden können. Wovor hast du Angst? Wovor habe ich Angst, dass ich verliere gleich gegen dich? So generell Angst. So Angst ist ja vielschichtig, ja, und unterschiedlich. Das ist ja genau, viele verwechseln Angst. Ist nicht so Angst, so nein, jemand macht Licht aus und du hast Angst. Quatsch, sowas meine ich. Wobei könnte sein. Mach mal Licht aus, Leo. Schlafe ich immer mit Flutlicht, ne? Leo, mach mal Licht aus. Bevor ich ehrlich Angst habe, das ist so das Einzige wirklich. Das ist, glaube ich, auch so. Wenn, dann sind das Verlustängste von der Familie. Mhm. Weil wenn du das nie so richtig bekommen hast und das, was noch ist, das willst du zusammenhalten. Und das ist das Einzige, wirklich, bevor ich Angst hätte, dass ich jetzt meine Familie noch verliere. Mhm. Ja. Okay, lass uns so stehen, muss man auch nicht ausführen, das ist absolut verständlich. Ja. Nehmen wir an, du müsstest eine sehr gefährliche Aufgabe erfüllen. Vielleicht, wo du zu Fuß irgendwie so die Welt durchreisen musst, also gefährlich so. Jetzt, wen würdest du denn aus deinem Freundeskreis mitnehmen? 2 Personen. Geht der Bruder dazu oder nicht? Oder ja, kannst du Bruder auch, ja. Auf jeden Fall würde ich meinen jüngeren Bruder mitnehmen. Ja. Metzen. Und ich würde Lom Ali mitnehmen. Uff, Lom Ali. Ich würde Lom Ali mitnehmen. Der ist da sowieso ein Löwe. Wenn wir mit denen im Dschungel sind, dann überleben wir wenigstens da drin. Schöne Antwort. Ich habe fast gewusst, dass du Lom Ali erwähnst. Aber ich würde dem vor alles vorschicken. Guck mal, ob wir irgendwelche Dinge sind. Guck mal, mach mal. Das ist auf jeden Fall smart. Der kann ja nicht Nein sagen. Der muss wieder so. Ja, du sagen, kannst ihm sagen, ich gehe da jetzt nochmal. Du kannst ihm dann sagen, wenn er Nein sagt, kannst du ihm sagen, Lom Ali, was, hast du Angst? Und dann macht er das. Ja, deswegen ja. Ja. Okay. 3 Eigenschaften an einem Menschen, die du nicht leiden kannst. Also unpünktlich kann ich leider nicht sagen, weil ich selber unpünktlich mehr bin. Also wir reden hier von Unloyalität, unloyal oder unloyal, wie das heißt. Habe ich irgendwie gehört, das heißt jetzt unloyal. Kein Scheiß drauf, aber die Gäste, die Zuschauer verstehen das schon. Ne? 3 Eigenschaften, ne? Ich weiß nicht, ist Hintergehen eine Eigenschaft? Ja, wie sollte man die formulieren? So, oder so hinterhältig ist. Ja, so hinterhältig. So Doppelgesicht. Doppelgesicht. Ja, so ein Doppelgesicht. Leider so auch Heuchler. So, ja. Heuchlerisch, ja, das ist leider auch heutzutage sehr, sehr oft der Fall. Mhm. Habe ich schon einige miterlebt, ein paar Heuchler, die ich jetzt nicht erwähnen werde hier. Ja, muss nicht sein, wir wollen hier keine Oprah-Winfrey-Show, so, wo man so sich gegenseitig irgendwie so was vorwirft. So. Und halb Lügner, aber im großen Stil. So, ne? Lügner. Nicht, dass du jetzt sagst. Ja, ich war jetzt 15 Minuten zu spät, nee, eine halbe Stunde. Ich meine schon, einer, der dich wirklich ernsthaft anlügt und. Yeah. Der durch diese Lüge auch. Genau, irgendwas so. Ja. Für sich selbst erreichen will, genau. Und dir vielleicht schaden will. Ja, ja. Genau, das meine ich. Okay, eine eigene Eigenschaft, eine, die du sehr schlecht findest. Ja, wie habe ich eben schon erwähnt, ich bin sehr unglücklich. Echt?
Ich kam jetzt, glaube ich, auch 10 Minuten zu spät. Das ging ja noch. Es ging noch. Aber das mache ich wirklich nicht extra. Das ist schon seitdem ich klein bin. Seitdem ich in der Schule die Planung bin, ist schlecht. Meine Lehrerin, die hat mich dafür gehasst. Und ich musste auch immer erstmal in die Ecke. Sie hat mich eine halbe Stunde in die Ecke gestellt. Hast du dich immer verspätet? Immer. Ich weiß nicht warum. Ob ich rechtzeitig aufgestanden. Immer kommt irgendwas dazwischen. Keine Ahnung warum. Ja, wenn das die schlechteste Eigenschaft von dir ist, dann ist das schon geil. Oder entweder gibst du die anderen nicht zu, oder ist das, wenn das schon das schlechteste ist, dann ist das schon ist nicht schlimm. Kann man mit leben. Also 10 Minuten heute, ich habe es gar nicht gemerkt. Wir haben ein bisschen so aufgebaut, haben mir Wasser bestellt, haben 10 Minuten, gar kein Problem. Wäre das 10 Stunden, dann wäre das schlimm. Wer ist dein Vorbild? Vorbild, damit so, ich weiß, also vor allem muslimische Community, so junge Leute, so, die nicht so, die so im Korridorblick haben, die fangen damit an, oh, Vorbilder darf man nicht haben, so, ja, nicht so Vorbilder, ja, wo du nicht anbetenmäßig so, ja. Natürlich nicht. Ja, ich meine so Leute, die deren Weg, deren Art und deren Geschichte du so respektierst und findest, ja, ich würde auch, du dich so an die so. Also wirklich jetzt? Ja. Viele würden Muhammad Ali sagen, aber ich sage das aus einem bestimmten Grund. Das war das erste Buch, was ich gelesen habe, war von Muhammad Ali. Das erste Buch? Das allererste Buch von Muhammad Ali. Und da war ich schon ein kleiner Junge. Und er hat mir auch diese Motivation gegeben. Also als ich das gelesen habe, dass man, der kam ja aus richtig schlechten Verhältnissen. Und damals war es ja richtig extrem, ja. Rassismus da, ja. In dieser Zeit. Und dass der sich komplett gegen das System gestellt hat, gegen alle gestellt hat. Das hat mir auch schon so eine Motivation gegeben. Komplett von seinem Menschlichen natürlich auch. Ja. Abgesehen davon, dass er danach konvertiert ist, also zum Moslem, wie der wirklich menschlich war, wo er ganz genau weiß, so zu diesem Zeitpunkt hätten die ihn auch einfach umbringen lassen. Mhm. Also, er hat ja wirklich, ey, das war ja krass, was der gemacht hat. Ich glaube, ich bin dran, ne? Ja. Boah, ich vergesse immer wieder, so, du erzählst gut, so, weißt du, und dann bin ich, boom, weg wieder. Leo, du musst mich daran erinnern, ich schwöre, ich vergesse das. Ja, du bist jetzt dran. Sagen wir, ich bin dran, so. Einfach so als Bonus für dich. Okay. Ich wollte dich über Buch auch fragen, das passt also jetzt zu fragen, ein Buch, das du weiterempfehlen würdest. Ja, wie gesagt, ich habe nicht viele Bücher gelesen, ich glaube 3-4 Bücher in meinem Leben. Ist ein Nachteil, solltest du ändern. Ja, Buch, also lesen macht auf jeden Fall. Alles in deiner Lese macht viele Türen auf, ja. Also für Jugendliche, die uns hier auch zuschauen. Ja. Damals hätte ich das machen müssen, aber wirklich ich hatte keine Zeit, um zu lesen. Wirklich jetzt. Es gab keine Lesezeit. Ich musste ganz andere Sachen machen. Und jetzt fehlt mir wirklich auch die Zeit. Natürlich, man kann sich, jeder doch, eigentlich ist das auch gelungen. Man hat eine halbe Stunde am Tag, hast du schon. Guck mal, man ist einfach zu faul. Das ist Zeitmanagement. Es gibt mittlerweile Audiobücher. Audible, die sollten uns auch jetzt sponsern. Auf jeden Fall Audible, Audiobücher. Machst du in Auto an, während du fährst, anstatt Musik, anstatt Rap, wollte ich sagen. Nee, ich höre auch also kaum du kannst ja nicht immer so Musik hören, sondern nicht immer Rap hören. Anstatt so Musik kann man einmal eine halbe Stunde anmachen. Ein Buch zu hören ist fast dasselbe wie zu lesen. Auf jeden Fall ist schon geil. Tut es euch an, ja, es ist schon eine geile Sache. Muss ich mal anfangen mit. Liest schon richtige Bücher, also schaut einfach, geht, googelt, was sind so Bestseller. Ich lese sehr viel, aber hätte es keine Bücher. Also im Internet Beispiel, so die Neuigkeiten und solche Sachen. Was Lam Ali postet, wo der gerade läuft. Ach Quatsch, nein, aber ich meine jetzt so, wirklich so aktuelle, sagen wir das mit Corona. Oder ich fasse mich schon, ich grabe, suche selber nach. Das ist schon eine ziemlich falsche Richtung zu sagen, ich grabe im Internet. Es kann sein, dass der komplette Haufen, wo du grabst, scheiße ist. Aber nein, das, was ich auch vergessen habe zu sagen, du musst dir Quellen, du musst immer, nicht nur, das stimmt jetzt da, du musst eine Quelle, wo, das bin ich. Du musst genau ich wissen. Zu hundertprozentig, ach, dass ich das, was mit deinen Augen sehe. Das ist der idealste Weg. Ich kann dir jede Scheiße jetzt erzählen, aber wenn du das nicht siehst. Hier Bruder von mir und der Bruder von dem, kennst du das hat so. Gesehen. So. Mein Bruder hat einen Freund, der einen Freund hat. Genau. Dessen Verwandtschaft. Ich muss immer alles mit meinen eigenen Augen erstmal sehen, dass ich das glaube. Und ich hinterfrage auch alles. Warum ist das nicht so? Warum ist das so? Das ist gut. Ja. Guckst du Filme? Ich habe sehr viele Filme. Ich mag ehrlich gesagt so Kinofilme. Generell Serien. Was würdest du so drei deiner Favoriten? Also ich bin selber sehr großer Cineast, so, ja.
außer dass ich so in dem Bereich arbeite auch. So. Ich bin auch großer Cineast und ich stelle die Frage sehr gerne. Okay. Ich versuche so dadurch auch Leute so ein bisschen zu verstehen. Drei Filme? Ja. Gesetz der Rache, hast du den gesehen? Gesetz der Rache. Mit Jared Butler. Ja, jetzt wurde für seine Familie dann... die Familie wurde... Also ich will nicht zu viel verraten, schaut euch den Film an. Gesetz der Rache. Aber du weißt, welchen Film ich meine. Sehr gut. Sehr, dieser sehr Film, guter Film. Im Originalskript, dieser Film, am Ende... Wie meinst du Original? Der Film, der Originalskript, ich habe gelesen, einen riesen Beitrag darüber, dass der Originalskript des Films, das Ende war anders. Das Ende... Der, weil das Ende in dem Film, der Film ist geil, also von Anfang bis zum Ende. Die letzten 10%, das könnte, boah, ich könnte explodieren. Die haben verkackt so. Im Skript ist er entkommen damit, so weißt. Aber die haben, ach, ja, Scheiße, die haben sich entschieden, dass, okay, jemand, der sich recht und so, sich über das Gesetz stellt. Die sollen mal einen zweiten Teil rausbringen. Ja, also jemand, der sich über das Gesetz stellt und so weiter, der kann nicht so entkommen, der muss, also, so hier, das muss gutes Ende haben, der muss gefasst werden am Ende. Und deswegen haben sie so ein Ende gemacht. Aber schon ein sehr starker Film. Weiter, zwei andere Filme? Dann, warte mal, was gibt's denn noch, sowas mich? Hast du den Film Legend gesehen? Ja, ja, klar. Mit Tom Hardy. Das ist nach wahren Begebenheiten, weißt du? Der Film war auch killer, ja, ja. Der war auch sehr, sehr gut. Und was gibt's denn? Ey, kennst du, wenn mich einer fragt, so, sonst hast du 1000 Filme im Kopf? Ich kenn das. Überleg mal, wir sind eigentlich, wir haben es nicht eilig. Warte mal, was gibt's denn noch für einen Film? Den ich. Ey, mir fällt einfach keiner ein. Serien könnte ich dir jetzt. Kannst du eine Serie hinzufügen als drittes? Ja, Haus des Geldes. Haus des Geldes. Da hast du selber Bock, so Sachen wieder zu machen. Da kommen alte Erinnerungen wieder hoch. Alte Erinnerungen. Du hast in diesem Doku erzählt auch über euren. Wieso du dich entschieden hast, so den ganzen Straßenflair, so ganzen Milieu, so ich bin Gangster, so da aufzusteigen und dich komplett auf Sport zu konzentrieren. Hm. Weil da gab es einen Vorfall. Du hast mit Freunden. Ein Freund, nicht eine Freundin. Mit Freunden. Ach so, mit Freunden. Ja, du hast mit Freunden einen sozusagen einen Drogendealer Bunker überfahren. Genau. Überfallen. Überfallen. Ja. Und dabei ist ein zufälliger Polizist, der auf Streife war, aufgetaucht und hat auf euch geschossen. Das ist ja fast so wie ein Kino. So. Vielleicht werden wir irgendwann mal einen Film darüber machen. Aber ich meine das wirklich ernst. Also auf jeden Fall, wenn du das erzählt hast, das war sehr filmisch. Mhm. Das ist der Polizist hat auf euch geschossen und einer deiner Freunde ist dadurch gestorben. Auch. Nee, nicht gestorben. Nee? Fast gestorben. Ah, fast gestorben, okay. Ja, also bis heute hat er noch, wie ich mitbekomme, ein bisschen Probleme, aber... Mhm. Wir wollten die abhauen und wird in den Rücken geschossen. Ja. Und die Kugel ist, glaube ich, an der Hüfte hoch und dann durch die ganzen Organe. Und dann ist der fast gestorben. Hat er im Liegen geschossen? Nein, also... Irgendwie zu viele Details, ja? Das ist ein bisschen zu viel. Habt ihr ihn niedergeschlagen und der hat so vom Boden geschossen? Wird auf jeden Fall geschossen. Das war 50-50, gerade wie wir beide stehen. Ja. Nur noch wir zwei waren drin. Aha. Und die anderen sind über das Fenster, das waren aber abgeschlossene Fenster. Ja. Eingeschlagen raus, ausgesprungen. Wir wollten auch gerade raus und dann hat er ihn erwischt. Also das war Entscheidung entweder auf dich oder auf ihn. 50-50. Gut, dass er auf Bau geschossen hat und nicht auf den Kopf. Ja, aber das war kein gezielter Schuss. Der hätte auch den Kopf treffen können. Ja. Der hat ihn jetzt nicht gezielt. Hm. Das war so. Angeblich hatte er Angst oder keine Ahnung. Was der da gemacht. Du hast das alles durchgemacht. Du weißt, du bist als Jugendlicher so von der Straße. Dich hat es in diesem Milieu geschlagen. Hier, du hast Überfall gemacht. Und ich will, dass du hier eine Mitteilung sagst. Du hast das ja auf deinen Körper durchlebt, selber durchgemacht und du hast dich verändert. Du bist jetzt Profisportler geworden. Dir geht's gut. Ich habe eigene Firma. Und Gott sei Dank, dass das so ist. Den Jugendlichen, die immer noch diese romantische Vorstellung von diesem haben. Ein paar Wörter. Erstmal sage ich, das ist absoluter Quatsch, absoluter Müll. Dieses Gangster-Getue, das ist gar nicht cool. Ja. Was cool ist, wenn du wirklich selber was erreichst im Leben, dann habe ich Respekt vor dir. Also ich respektiere jemanden, der wirklich von sich aus was gemacht hat. Mhm. Dieses Ganze bringt nichts. Was hat mir das letztendlich gebracht? Nur Anzeigen, Strafgelder, Knast, Probleme, keine Nacht, wo ich ruhig schlafen konnte, weil ich jede Nacht...
war so oft schon Tür eingetreten, paar komplette Wohnungsdurchsuchung. Das ist kein Leben. Diese Gangstertuerei, das bringt zu nichts. Früher oder später landest du im Knast oder stirbst. Der größte von allen, Pablo Escobar, das beste Beispiel. Das war der größte, er wurde am Ende auch abgeknallt. Yeah. Also ist egal, wer du bist. Das geht 1, 2, 3, sagen wir 10 Jahre gut, aber am Ende wirst du gewinnen. Ja, der größte, also, das könnte man falsch verstehen. Ich weiß, ich meine, in diesem Milieu, verstehst du? Er war der reichste, sag ich mal. Pablo Escobar war aber Mittler auch. Hast du dir ein bisschen auch informiert? Ja. Er war eine Person, der war schon unnahbar. Er war schon wieder, guck mal, die Politik, das Land hatte Angst vor ihm. Ja, ja. Alle hatten Angst vor ihm. Aber am Ende trotzdem, ist egal, wer du bist, du wirst sowieso am Ende reinkommen. Jeder. Deswegen macht eure Ding, macht eure Schule, macht eure Ausbildung, macht das, was ihr könnt. Gebt Gas. Und seid wertvoll. Ja, seid für wertvoll. Die anderen, für die Familie. Für sich wenigstens, ja? Was ich auch noch dazu hinzufügen will, weil ich wirklich jetzt auch ohne Vater aufgewachsen bin, dein Umfeld wird leiden. Du wirst im Knast ein bisschen Hass bekommen oder denkst, boah, ich bin jetzt eingesperrt, aber deine Mutter, dein Vater, deine Geschwister, deine Freunde, die werden leiden. Ja. Weißt du? Und dann letztendlich schadest du dein Umfeld, nicht nur dir. Gut, an dieser Stelle, ich glaube, da gibt es nichts von mir hinzuzufügen. Du bist dran, nur das. Ich hab doch gerade, oder? Hat er? Ich war doch gewesen. Okay, warst okay, gut, dann machen wir das wieder. Machen wir wieder, okay. Ich mache Politik so oft, dass du am Ende ganz ja, du erzählst so interessante Geschichten, so, weißt du, dass ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier zieht, so letzte so drei Züge. Ja. Okay, was machst du so in Freizeit? Computerspiele, also Filme guckst du, hast du gesagt, vielleicht gibt es was anderes, was du machst. So. Ich habe einen Zockerraum, dann tue ich mir so Kopfhörer an und spiele die ganze Zeit PlayStation. Ja? Ich versuche wirklich mit meiner Familie Zeit zu verbringen. Oder halt um Sachen kümmern, die ich nie so nachkommen kann. Mittlerweile also oft auch zu Physio, zu körperlichem machen. So Alter zeigt, ja? Nicht Alter zeigt, das Problem war damals falsches Training und falsche Dinge. Ich habe mich ja nie behandeln lassen. Ich hatte, sagen wir, die Hand gebrochen, ich habe nach einer Woche den Gips abgemacht. Jetzt irgendwann kriegst du ja die Probleme dadurch. Und ich lasse mich jetzt 1, 2 Mal die Woche immer behandeln. Also, du solltest auf jeden Fall gönnen. Vor kurzem ein Interview, was heißt vor kurzem, also vor nicht so langer Zeit, ein Interview gelesen von John Jones. Ich glaube, John Jones war das. Er meinte, ich habe irgendwann mal gelesen, dass LeBron James im Jahr irgendwie. Über eine Million. 6 Millionen. Oder 6 Millionen? 6 Millionen im Jahr in seinen Körper investiert. So Massagen, dies, Physiotherapie, alle möglichen neue so Mittel, so bla bla. Und dann hat er auch selbst angefangen, so viel in sich so in die Richtung zu investieren. Und hat auch gesagt, okay, ich verdiene ja eigentlich das mit dem Körper, mit meinem Körper. Das ist das eine. Unser Kapital ist das. Ja, ja. Wir müssen ja Gas geben. Also was bringt das, wenn meine Knie nicht mehr funktionieren? Ja. Deswegen manche sparen am falschen Ende. Du musst in deinen Körper investieren. Also wenn es bei dir beim Kämpfer sowas passiert, beim professionellen Kämpfer, wenn bei ihm so eine Verletzung aufkommt, das ist ja wirklich sein ganzes Existenz gefährdet sozusagen, weißt du? Soll ich dann sagen, wo das jetzt richtig krass angefangen hat, wo ich damit nach meiner Schulterverletzung. Hattest du vor welchem Kampf war das? Das war vor meinem vorletzten. Ich dachte mir so, ja okay, Schulter jetzt, Bizepssehne gerissen und das wird schon. Ich habe ein Jahr Probleme gehabt, ein Jahr keinen Kampf gehabt. Und dann dachte ich mir, nee, auf keinen Fall. Ich könnte das verhindern. Ja. Das war so meine eigene, ja, scheiß auf Arzt. Ich mach weiter. Am Ende hast du gesehen, ein Jahr Pause. Voll abgebaut, Probleme. Also meine Meinung auch dazu auf jeden Fall, gönnt euch, ja. Gönnt euch aus Ruhezeit und gönnt euch hier so richtige Medizin. Passt auf euch auf. Wenn du dein Leben lang nur ein Gericht essen dürftest, es kommen dir solche Fragen, ja? Ja. Du bist dran übrigens, jetzt bist du dran. Wenn du nur ein Gericht essen dürftest, ja? Ja. Welcher wäre das? Ich gut überlege. Ja. Ich bin auch einer, der jeden Tag dasselbe essen kann. Ich denke mir einfach, ganz einfach, so Nudeln mit Shrimps. Nudeln mit Shrimps? Ja. Okay. Ich kann jeden Tag dasselbe essen. Ja. Ich bin auch nicht wählerisch. Du bist nicht wählerisch, was Essen angeht, okay. Nenne 3 besten MMA-Kämpfer aus Deutschland. Lom Ali schließen wir aus, weil das dein bester Freund ist. Nein, der Lom Ali ist nicht der Beste. Ja, yes! Ich bin der Beste. Ich bin nur halt nicht aktiv. Also nicht abgesehen jetzt Freunde oder nicht, ich wirklich jetzt.
Also wir nehmen Lom Ali raus, weil ja, Lom Ali kommt wirklich raus. Sein guter Freund ist. Ja. Er ist auch einer der besten Kämpfer, sowieso für mich auch. Aber nee, der ist wirklich Lom Ali. Dass du ihn nennen wirst, dann nimmt das einen anderen Namen raus. Vielleicht hast du auch andere drei gute Kämpfer, die du auch, keine Ahnung, siehst, bemerkst und gut findest und über die du reden willst. Wirklich. Abus auf jeden Fall, Abus Magomedov. Abus Magomedov, ja. Er ist sehr gut. Ihr seid jetzt in einem Gym auch, aber dazu noch später. Mhm. Ja. Die drei Besten. Wer ist denn noch weg? Egal, wen ich jetzt vergesse, die werden sein. Warum nennt er mich nicht? Und ja, es soll jetzt nicht in die wir Richtung. Wir dürfen leider nur drei. Das man ist ein bisschen Problem. Aufgeregt, man vergisst auch, man will ja nicht verlieren. Ich meine, im Interview ist immer ein bisschen Aufregung da. So. Das ist, du stellst dich ja vor, so. Ja, aber. Egal wie gewöhnt man, sogar die Schauspieler, die schon jahrelang Interviews gegeben haben, so, ja, die sagen immer, dieses rote Teppich und dort stehen, Live-Interview geben, das ist für die so der Moment, wo die brennen. Ja. Ja? Deswegen ist es normal. Also wenn er jemanden jetzt vergisst, dann hat er es bewusst gemacht. Oh. Okay, Abus noch zwei. Finde ich persönlich so schwierig, weil ich mich nicht so krass mit deutschen Kämpfern befasse. Echt? Schaust du jetzt keine Kämpfer, wenn du zu Live-Veranstaltungen gehst? Und so? Nee, so das ist ganz selten. Ich schaue mir wenn dann UFC an, ACA, sowas, PFL. Ja. Okay, guck mal. Auf jeden Fall gibt es einige gute Kämpfer hier. Guck mal, der Daniel Weichel zum Beispiel. Ja, okay. Ein Name, der ist... Doch, stimmt, Daniel Weichel. Ja. Er zum Beispiel. Ja. Er hat ja zweimal gegen diesen Pitbull zwar verloren, aber überleg mal, wie er verloren hat. Er hat den Kampf dominiert beim ersten Kampf, ja. Hat einen Lucky Punch bekommen und beim zweiten, glaube ich, war das durch Punkte knapp. Weißt du, bei ihm ist es auch so, das ist, Daniel Weichel ist Top-Leistung schon. Immer. Doch. Immer kommt er raus und das ist immer Top-Leistung und der kämpft schon seit sehr lange. Ich glaube, ich war noch in Tschetschenien, als angefangen zu kämpfen. Weißt du? So früh ist das her. So. Der ist einer der Ältesten hier und der ist immer noch dabei und auf einem hohen Niveau. Deswegen, für mich geht das nie so um ihn herum, so in der Liste. Packen wir noch Christian rein. Christian Eckelin. Christian Eckelin, ja. Frankfurt, ja. Na, Christian Eckelin ist auf jeden Fall auf Händen sehr stark. Das, ich finde ihn auch der sehr hat stark. Ein gutes Boxen. Ja. Hat sich auch nochmal gemacht so. Er hat ja auch lange Verletzungspausen, aber ich finde, ja. Er ist jetzt besser geworden als damals. Ja. Obwohl er so lange verletzt war und raus war. Der sollte mal auch wie du nach Neuss zu Max Schwind und... Ich sage dir, egal wer zu Max geht, wenn du ein Jahr zu Max gehst, du wirst nochmal komplett so ein Level. Ja. Abmachen auf jeden Fall. Ich hab bei ihm auch trainiert, ich weiß, ich hab's ja, gesehen. Stimmt, wir haben da auch schon zusammen, glaube ich, auch mal gerungen einmal, ne? In Neuss, ja. Ich weiß jetzt, du hast mich, glaube ich, Suplex geworfen, ne? Sehr gut, sehr gut. Lassen wir das so dabei. Du hast schon gezogen? Nee, ich war doch schon. Jetzt bist du wirklich da. Ah, okay. Das war nur so halber Suplex. Halbes Suplex, so durch die Halle, ne? Ja, aber der ist noch auf die Beine gelandet. Auf jeden Fall, ja. Ist nicht wahr, ne? Nicht alles okay. Aber wir haben zusammen trainiert. Ja. Du hast kein Nickname. Fast alle MMAler haben so Nicknames. So. Manche sind so Monster, Kannibale, dies, das, Löwen, Wölfe. Und so. Wölfe gibt es sehr viele, vor allem aus der tschechischen Ecke. Fast jeder zweite ist Bors und Dark Bors und White Bors und Wild Bors und alles gibt's. Was ist deine? So? Du hast keinen. Ich habe keinen Kampfnamen. Was, sollen wir dir jetzt einen suchen? Was denkst du, was würde passen? Was ich sagen würde, einmal. Einfach stand mal irgendwann Bull drin. Bei meinen letzten Kämpfen wurde ich aufgerufen, Bull Engizek. Bull Engizek. Also der so Stier nach dem Motto. Aber habe ich nie befürwortet. Mhm. Haben mich schon zweimal so aufgerufen, einfach so Bull. Guck mal, Aufgabe für die Zuschauer. Ja. Ihr könnt auf jeden Fall was vorschlagen, was sein Spitzname werden könnte. Genau. Und wenn ihm wirklich was gefällt, dann vielleicht nimmt er das auch. Und wie, genau, sag mal, was so passen würde. Aber ernsthaft jetzt. Ja, ernsthaft, ja, nicht so. So, White Rising Bull oder so. Ja, ja. Wirklich ernsthafte. Ich habe mich oft überlegt, was würde zu mir passen, aber mir fällt nichts ein oder ist alles ausgelutscht. Wir heißen alle so. Ja, so, manche gibt es wirklich. So, manche gibt es zwei, dreimal sogar. Warrior, so Dinge. Die heißen alle gleich, weißt du? Ja. Punisher, das kannst du vergessen. Punisher hier. Das Leon kannst du auch vergessen. Es gibt viele Leons schon. Wobei, Waren gibt es nur einen. Es gibt nur einen. Das ist der Profi, Leon, ja. Der Profi. Du bist eine andere Sache. Es ist jetzt während uns schon passiert. Du und Lom, ihr seid von NFT-Gym, wo wir noch Lom interviewt haben, ihr wart noch in NFT-Gym. Vor kurzer Zeit, so ein paar Monate. Ja. Jetzt seid ihr zur UFD gewechselt, nach Düsseldorf. Genau.
Wollen wir darüber reden, muss man sagen, was war der Grund und so und... Wir wollen nicht zu tief rein, aber ich kann so ein paar kurze Sachen sagen. Also, wenn wir wechseln, hat das ja wahrscheinlich schon einen Grund. Man wechselt nicht einfach so das Gym. Ja. Das hat schon... ja, dann auf jeden Fall Lom und ich müssen uns irgendwann auch steigern. Von persönlichen her, vom qualitativen her. Und wir sind in UFD am besten aufgehoben, auch vom Niveau her. Also... Ich habe wirklich dem Lom vor 2, 3, vielleicht noch mehr Jahren gesagt, geh nach UFD, weil die haben halt diese Möglichkeiten, die anderen Kämpfer, anderen halt Trainer von anderen Ländern zu holen. Die haben auch viele eigene Kämpfer, die aktiv weltweit unterwegs sind. Und durch diese starken Konkurrenz in eigenem Gym wirst du auch nur wachsen. Und wenn du immer so, NFD sind sehr gute Jungs, sehr viele gute Jungs, aber das sind fast alles Anfänger. Genau, da sind viele Nachwuchstalente, auch sehr starke Jungs. Ja. Aber jetzt ganz ehrlich, mit wem soll ich jetzt richtig das Sparring machen können zum Beispiel? Obwohl die Jungs alle sehr stark sind. Aber ich brauche Jungs auf meinem Niveau. Du brauchst Erfahrung, du brauchst Leute, die dir was Neues zeigen, und Lom was genauso. Du nicht kennst. Weißt du? Und das ist das, was auch viel gefehlt hat. Dann waren natürlich noch viele andere Sachen, die nicht von vorne und hinten gepasst haben, aber das ist jetzt egal. UFD ist ein Vollprofi-Gym. Okay. Also da wird nichts dem Zufall überlassen. Da wird kontinuierlich trainiert, gute Jungs da. Also ich habe mich für euch... Das beste Gym wirklich in Europa, ist ehrlich, ich war jetzt... Auf jeden Fall, also Deutschland auf jeden Fall. Ja, sogar muss Europa jetzt, wirklich. Auch, ja, stimmt. Eigentlich war für mich erstmal Allstars Gym in Schweden, da war ich nämlich auch, das war sehr, sehr gut. Aber jetzt mittlerweile hat jetzt UFD die eingeholt. Du hast recht, und mittlerweile würde ich auch sagen, UFD, wenn ich jetzt Europa überlege, ich zähle Russland nicht dazu, weil in Russland gibt es schon so Granaten-Gyms. Ja, klar, so. Das ja. Ich zähle jetzt Russland jetzt nicht als europäische Gym, aber schon so jetzt Westeuropa, so, das ist schon der stärkste Gym. UFD aus Düsseldorf. Ja. Und wenn ihr mal so Interesse habt, so MMA mal zu probieren, dies, das, wisst ihr, Düsseldorf, UFD. Ja, ich habe hier eine Frage, aber die hätte ich früher schreiben sollen. Hast du die Situation mit Epstein mitgekriegt, dieser ganz reiche? Hat er dich umgebracht oder nicht? So? Deine Antwort, ja oder nicht? Ich weiß es nicht, oder? Aber was glaubst du? Ich glaube, safe, der wurde umgebracht. Also ich könnte mir fast, also wenn ich mich irre, könnte ich mir also 2 Finger abschneiden lassen. Ja? Wenn mir jemand beweist, der hat sich selbst umgebracht, was das Problem ist. Ich würde mir 2 Finger abschneiden. Guck mal, also so safe, sicher bin ich. Diese Fragen, ne? Ja. Du wirst am Ende zerstückelt, verstehst du? Für Epstein? Ja, ne, ist egal. Nein, von irgendwann kann, das ist jetzt für die Community, aber kann sein, irgendwann nimmt das die Zeitung auf und dann heißt das MMA-Kämpfer als Verschwörungstheorie. Hast du nicht mitbekommen, Sido hatte irgendwas einmal nur angedeutet und die wollten ihn kaputt machen, wollten ihn zerstören. Das war was anderes, der war in anderem Thema auch so, weißt ich habe so das ja aber auch gesehen, aber die wollten das aber anders darstellen, als das ist. Ja. Und am Ende habe ich sogar noch die Originalbildaufnahme gehört, haben die einfach nachgesprochen auf diese Aufnahme. Guck mal, die können einen zerstören, wenn die wollen. Zerstören, Medien können sowieso. Ja, ich meine, deswegen, ich lasse lieber immer wenn raus. Wenn die dich und mich zerstören wollen, die Medien, die gegen uns sind, glaub mir, es ist egal, ob du im Interview was sagst oder nicht. Es wird irgendwo dir hinterher geworfen. Und das Widerlegen davon, es passiert vielleicht im Gericht, aber die werden das nicht mehr so laut darüber erzählen. Und dann bleibt das irgendwie stecken. Und es gibt Sachen, wenn man die über dich sagt, die bleiben stecken, irgendwie Leben lang. Man hat schon ein bisschen so Zweifel so an dem. Also wenn Medien uns zerstören wollen, dann werden sie das machen. Es ist halt so. Man weiß so. Ja. Aber das mit dem Epstein, das bleibt. Das ist meine Meinung. Die haben ihn umgebracht, denkst du? Voll, 100%. Der wusste zu viel und der wollte reden, weißt du? Der musste für viele Jahre lang und dann der wollte reden. Und da haben die, ich sage dir, ich bin bereit, wenn mir jemand beweist, der hat sich selbst umgebracht, ich bin bereit, mir 2 Finger abschneiden zu lassen. Ja, so, sofort, so, bam, bam. Aber theoretisch hast du nicht, dass wir jetzt nicht so kinderunfreundlich abgestuft werden. Weil die haben mir gesagt, der hat sich erhangen, ne? War das ja. Angeblich in der Zelle. In der Zelle, Alter. Aber Epstein, einer so der ein größten typ, jetzt. Ja, aber du hast eigentlich, wenn du in so Sicherheitsverwahrung, du hast gar nicht die Möglichkeit, dich eigentlich aufzuhängen. Verstehst du? Guck mal, das ist. Aber deswegen. Zu der Zeit der größte Fall in Amerika, alle reden weltweit darüber, boah, da kommen immer neue Namen raus, so große Namen, ehemalige Präsidenten, so. Ja, das kann sein, dass der. Das kann sein, dass der vielleicht zu viel wusste und zu viele mitgenommen hätte. Ja, kann sein. Deswegen denke ich das. Dass er sich in der so kleinen Zelle erhängt, so, und dann man lässt. Solche Leute lässt man auch nicht so, wenn man
nicht will, man weiß, die sind gefährdet, sich zu erhängen quasi, man lässt ihn nicht so lange auch alleine. Es gibt so viele Punkte, die da nicht übereinstimmen, auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt gar kein Verschwörungstheoretiker, ich bin eigentlich der, der darüber lacht, immer wenn jemand erzählt. Es gibt in unserem Freundeskreis auch jemanden, wir werden seinen Namen nicht nennen, mit dem ich ständig so, kaputt lache und ihm sage, und, aber der ist halt, der glaubt an manche Sachen. Der glaubt auch nicht fest, aber der sagt so, der zweifelt so, sagt, guck mal, aber hier so. Ich bin einer, der gar nicht so dran glaubt, aber Epstein ist keine Verschwörungstheorie. Das ist schon etwas, was ja, jeder kann seine persönliche sehr hässlich haben. Passiert ist. Ja. Bin ich dran oder was? Du bist dran jetzt. Endlich. Okay. Wie würdest du... Ah, nee, das ist so... Nee, zieh erstmal, ich warte mal. Ja. Zieh den hast du gut ausgewählt. Voll dumm war das jetzt. Zieh den einfach. Zieh den einfach durchziehen. Einfach durchziehen, ne? Yeah. Meinst du, wenn ich einmal mit Faust, kippt der um? Der kippt um und dann hast du auch gewonnen. Ah. Mach das mal. Der bewegt sich ja nichts mehr hier. Wie würdest du folgenden Satz fortsetzen? Im Inneren sind wir alle... gleich, natürlich. Aha. Außer du. Ich bin anders, ja? Du bist, glaube ich, innen Gold, ne? Uff, nee, ich habe so viel nicht Goldiges an mir, deswegen. Aber, ja, aber das Interview ist ja nicht über mich, ja? Ja. Klar sind wir alle gleich. Egal, sind wir alle gleich, das ist schon... Wir sind auch so alle gleich, egal ob einer mehr oder weniger. Ja, so, so. Meine Meinung auch. Mit der Verrückten da schon wieder weiter, ne? So ich die nicht draufgesetzt habe. Hier mehr nach da. Ja, ich mach das mal ein bisschen. Ja. Ich mach das für dich. Weil du gute Fragen beantwortest, weil du das hier gut machst, mache ich das für dich. Ich bin ja gewöhnt, so, du ziehst einmal, ich zieh zweimal. Das ist ja, ja, das ist ja unser Lauf genau. Der Dinge. Das ist wie mit Essen ausgeben. Einmal zahle ich, zehnmal dann du nichts. Da hast du mich gut gefangen, ja. Wenn du jetzt nach ein Land reisen könntest, in ein anderes Land gehen könntest, ein Jahr lang dort leben könntest, ohne dir Sorgen um die Finanzen machen zu müssen. So, ja? Hättest du zum Beispiel eine Goldkarte von jemandem dabei, von Epstein dabei, die noch nicht geblockt wurde. Hättest du mit dieser Goldkarte dann also alles dir erlauben können? Welches Land wäre das? Ein Jahr. Ich glaube in die Türkei wieder. Türkei. Mir zurück. Wo bist du eigentlich daher? Aus welcher Ecke? Aus Marasch ist das die Ecke. Marasch. Das ist so. Nicht die... Ich denke, Schwarze Meer denken die meisten. Ne, oben denkst du. Warte, mir fehlt es. Also da die Grenze, Schwarzmeer und Grenze mehr Richtung Georgien. Nee, auf keinen Fall nicht da. Nicht da denken viele so da, weil ich so hell bin und so. Ah, ja, ja. Nee. Okay. Gut. Also würdest du nach Türkei gehen? Ja, doch ein Jahr mal wieder in die Türkei. Nee, mal schön. Wie wichtig oder spielt es für dich überhaupt eine Rolle, welche Religion deine Freunde, dein Umkreis angehört oder ob die überhaupt eine Religion haben? Ist das für dich interessant? Interessierst du dich dafür? Spielt auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass eine Religion eine haben muss. Also ich verurteile keine, auch wenn es Atheist ist und nicht an Gott glaubt, aber ich finde sowas schon wichtig. Das du auf jeden Fall. Wenn jemand in deinem Freundeskreis zum Beispiel jetzt sagt, ich habe keine Religion zum Beispiel. Gibt's viel, also ich habe viele getroffen, oder? Dann wird der nach einer Stunde die Religion haben. Also okay, kannst du nicht so einfach so... Nein, aber... Ist das nicht seine Sache? Das ist seine Sache, auf jeden Fall. Er muss damit leben, aber wenn das doch mein Freund ist, muss ich auch damit leben. Ich kann nicht damit leben, wenn er sagen will, nicht an Gott, das, kann ich nicht damit leben. Guck mal, du sagst, ich kann damit nicht leben, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, einer der Hauptgründe, wieso sehr viele Konflikte starten. Ja, deswegen oder so. Ja. Wo man sagt, ich kann damit nicht leben. Weil ich denke, so, ich sage zu keinem schlecht, der nicht an Gott glaubt. Aber was soll ich mit einem, der gottlos ist? Ich denke mir, ey, wenn einer schon nicht so an Gott glaubt, so, denke ich mir, wird mich wahrscheinlich. Wer bin ich denn, wenn er nicht an Gott glaubt? So denke ich mir. Aber du glaubst, dass er dadurch auch keine so Moral hat? Ja, das ist so. Gerade, ich bin ja nicht islamisch groß geworden. Sie ist ja im Heim, weißt du. Ja. Ich hatte keinen Bezug zum Islam. Gar nichts. Eigentlich zu gar keiner Religion. Die waren teilweise manchmal christlich, sind auch in die Kirche gegangen. Ja. Ich selber im Herzen hatte halt immer das Gefühl, irgendwas fehlt. Ja. Immer hatte ich etwas, das fehlt. Ja. Und als ich rausgegangen bin, habe ich mich natürlich befasst auch mit dem Christentum. Ja. Mit allem. Für mich, mein Herzen war einfach dann, der Islam hat mir so das gegeben, was mir gefehlt hat, diese
leere Hülle, weißt du, die leere Ecke, die fehlt. Guck mal, was ich damit sagen wollte, also was meine Meinung dazu ist. Wenn jemand sagt, er glaubt nicht, und wenn nach irgendeiner Religion, das heißt, er wird in die Höhle gehen, wird er gehen oder nicht, ist sein Problem. Ja, das ist dein Problem. Wenn wir anfangen würden, einen anderen nicht versuchen, irgendwie eigene Weltsichtweise beizubringen und aufzudrücken und zu sagen, hier, aber du machst das falsch. Wenn wir uns davon lösen würden, es würden so viele Probleme aus der Welt einfach erlöschen. Weißt? Einfach sagen, du glaubst nicht, okay, das ist deine Seele und das ist dein Ding. Ich habe mein Ding, so weißt. Aber ich stelle die Frage nicht jetzt, um das Thema aufzugreifen und jemanden zu kritisieren oder so. Nur halt, ich wollte diese Frage darüber mal kurz diskutiert haben, so weißt. Vielleicht werde ich die jetzt jedem Gast stellen, wie er so das sieht. So, ja? Du bist der Erste, der das jetzt abbekommen hat. Ja. Aber Ich persönlich finde es schon wichtig, dass du an Gott glaubst. Also, weil ich habe wirklich gemerkt, das hat mir auch danach so geholfen. Ja. Gerade wenn man oft alleine ist und dann hast du auch viel Zeit zum Nachdenken. Und mir hat das persönlich sehr geholfen. Das auch so die Moral, auch es gibt dir alles etwas mit. Das hat mich auch von vielen Sachen abgehalten. Auf jeden Fall. Also ich sage nicht, ich bin der. Ja. Ich habe viele Fehler gemacht, ich bereue auch viele Sachen. Aber wenn man sich danach richtet, wirst du automatisch ein besserer Mensch, ob du willst oder nicht. Wenn du dich ein bisschen nach dem Glauben, ob das der Christentum ist, Judentum ist oder Islam, wenn du dich ein bisschen damit befasst, wirst du automatisch ein besserer Mensch. Ganz einfach. So. Lassen wir so stehen, ohne zu weiter zu kommentieren, weil ich habe noch viele Fragen und du bist dran. Yes, ich bin dran. Ja. Gibt es eine Sache im Leben, die du bereust? Wenn man dich das fragt, an die du dich sofort erinnerst. Da hast du auf jeden Fall definitiv was falsch gemacht und würdest es anders machen. Ja, das ist so Nachtleben, ne? Das Nachtleben, das war ein Fehler. Hast du viel Zeit vergeudet, ja? Dafür? Zu viel Zeit, zu viele Jahre. Hättest du lieber trainiert oder Bücher gelesen? Ja, Bücher, ehrlich gesagt, Bücher gelesen, nicht. Bau. Babau, ja, hast einen guten gefunden, der war sehr lose. Ja. Welche Superkraft würdest du dir wünschen? Weißt du, wie oft ich mir das als Kind vorgestellt habe? Ja, jeder, ich glaube. Also jemand ist krank, wenn er das nicht vorgestellt hat, sich vorgestellt hat. Noch stärker sein. Noch stärker. Boah, übertrieben. Geht das noch? Das glaube ich schon nicht. Das geht doch gar nicht mehr. Dann? Nee, aber wirklich jetzt, ich glaube, fliegen. Fliegen? Ja, weil hauen kann ich mich schon, ich stark denke ich bin ich. Fliegen noch, das wäre eine gute Kombination, ne? Wenn du so sagst, oh. Ich denke mal, wie geil wäre das denn, wenn du einfach fliegst. Wenn du sagst, hauen kann ich, stark bin ich, so, weißt du. Das klingt so ein bisschen. Nein, so nicht hochmütig. Ich sage, ich bin schon ein bisschen. Schon ein bisschen drauf habe ich schon. Aber ich will nicht, dass du so ein bisschen arrogant rüberkommst. Nein, ich will auf keinen Fall arrogant, das meine ich auch. Nein. Ich kann mich auf jeden Fall verteidigen. Ja. So, das ist besser. Ja. Okay. Fliegen ist geil. Jeder will fliegen. Ich glaube. Fliegen ist schon geil, würde ich auch gerne. Mit deinem Bekanntheitsgrad steigt auch deine Verantwortung den Jugendlichen und deine, also einerseits bist du das Gesicht der Türken auch in diesem Land sozusagen, andererseits für deine Verantwortung gegenüber den allen Jugendlichen hier, die heranwachsen und die sich durch deine steigende Reichweite von dir auch mehr Beispiel nehmen. Bist du dir diesen bewusst und versuchst du auch so Vorbild zu sein, so was richtig zu machen, so dass die Leute nicht, die dir folgen, die dich feiern, irgendwie so auf den falschen Gedanken kommen? Ja, ist dir das bewusst? Ja, klar. Merkst du das mit deinem Bekanntheit? Auf jeden Fall. Ich merke das wirklich schon sehr extrem. Und gerade wenn du Reichweite hast und wenn du wirklich viele, ich mag das Wort Fans jetzt nicht so, aber wenn du so viele junge Supporter hast, ja. Supporter ist gut, blicken, ja. Die blicken ja auf. Ja. Viele haben ja auch dadurch angefangen, auch mit MMA. Ja. Durch uns. Und du willst denen ein gutes Vorbild sein. Du willst nicht sagen, ja, ich gehe Wochenende Altstadt saufen, dann sagen die, ja, okay, wir gehen jetzt auch saufen. Wenn der das macht, das ja auch, macht ja. Das auch. Der kann das verbinden. So. Ich will, dass die wirklich, ich will ein gutes Vorbild sein, einfach für die Zukunft, für die neue Generation. Ich bin wieder, ja? Du bist wieder.
Oder nee, ich habe doch gerade den gelegt, oder nicht? Ja, ich doch. Oder ja, der erste ist immer meiner, ja. Ja? Ja. Er ist immer deiner. Dann bist du und dann bin ich. Ja, 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 ich habe mir diese Regel gemerkt, weil ich es immer vergesse, ob ich dran war. Okay, okay. Ich weiß nicht, was dann du, ich werde auch alt, weißt du? Dann glauben wir dem. Ja. Hast du schon einen Blick? Du siehst, glaube ich, schon, welche locker sind, ne? Mit deinen Augen. So. Ah, nee, nicht wirklich, nee. Ich muss immer. Testest auch, du auch immer? Ja, ich muss immer auch drücken. Komm, nimm ich einfach mal einen schweren raus. Mach das. Ah, ne, es bewegt sich. Scheiße. Na. Ich will das mal ein bisschen spannender hier machen. Dann sitzen wir morgen noch hier. Was ist denn los hier? Alle fest? Ja. Fängt an, ne? Jetzt fängt es an, ne? Der schwierige Part. Da kannst du schon ein bisschen weiter sehen. Ah, da haben wir einen. Da ist er. Da haben wir einen Kandidaten. Okay. Eine Frage, die mir jetzt gerade entstanden ist. Du hast, du bist jetzt im UFD-Gym. Genau. Und da ist auch David Zavada. Ja. David Zavada, der auch bei uns Gast war. Und ich habe in Shadow gesehen, ich hatte das komplett vergessen irgendwie. Das ist ja auch lange her, ja. Sehr lange her. Du hast gegen David Zavada nach Punkten verloren. Genau, ja. Das war Majority. Und ihr seid jetzt in einem Gym. Ja. Steckt da so schon Ego so, und du hast du so gedacht, okay, jetzt habe ich so die Möglichkeit, so mich in Sparring zu revanchieren und so? Ja, damals hätte ich das auf jeden Fall gehabt, den Gedanken aber heute nicht so. Du bist heute nicht mehr so nachfragend. So. Das war meine eigene Schuld. Es gibt keine Ausreden. Wie gesagt, er war besser an dem Tag, er hat mehr trainiert, ich habe das nicht ernst genommen. Ja. Da gibt es keine Ausreden. So ist das schön. Und also jetzt, wir sind mittlerweile jetzt Teamkollegen. Habt ihr schon Zeit gehabt, zusammen zu trainieren? Nee, leider noch nicht so, gerade wegen jetzt der ganzen Corona-Geschichte. Man darf ja nicht aktuell trainieren. Ja. Okay. Weißt du, die Gyms sind ja noch zu alle. Aha. Quasi. Nein, nee, sind so, ich mach Spaß. Ja. Ich meine, manchmal geht man da immer noch rein, macht ein paar Fotos. Ja, Fotos machen muss ja. Ja, deswegen habe ich Spaß gemacht. Ja. Du hast gesehen, ich war dran. Ach, du hast ihn nur gerade ausgerichtet. Ja, das ging aber ganz schnell hier. Ich werde jetzt werde ich mir merken. Schon am Schwitzen hier. Du bist, du kämpfst in 77. Von wie viel gehst du da runter? Immer unter, also so von meistens von 88 bis 90. Und 88, du wiegst bis 90 und dann gehst du auf 77? Ja, dann gehe ich runter auf 77. Und eine Woche vor dem Kampf, wie viel wiegst du da? Eine Woche vor dem Kampf habe ich noch so 84, 85 ungefähr. Okay, da sind ja noch so, ja, 7, wie viel ist das? 7, 8 Kilo, ne? Ja. Immer. Okay. Ich mache so die letzten zwei Tage, mache ich dann mit Wasser immer extrem. Mhm. So 6-7 Liter mit Wasser. Fällt dir das immer schwerer, das Gewicht machen? Nee, das fällt mir immer schwer. Man kann sich nie dran gewöhnen. Ich habe das jetzt schon 20 Mal gemacht, aber du gewöhnst dich nie dran. Das ist immer wieder das erste Mal, du. Dass mit der Zeit schwieriger wird, so ist das nicht? Nee, jetzt schwieriger nicht, aber das ist so ekelhaft, wenn ich schon dran denke wieder. Aber du achtest schon drauf, nicht zu viel zuzunehmen, ne? So, weil du... Ja, auf keinen Fall. Nicht zu. Ich habe einmal richtig übertrieben, da hatte ich, glaube ich, von 3 oder 94 Kilo bin ich runter. Boah, das war brutal. Okay, viel. Auch noch nicht mal in einem Monat. Das war wirklich... Ich habe miterlebt, wie Abus einmal 9 oder so Kilo waren, das in anderthalb Wochen runtergemacht. Und der hat letzte so, das ein Tag davor gemacht, das war so in Österreich, war, ne? In Linz hat er gekämpft. Ja. Und ich muss sagen, seitdem habe ich wirklich Respekt vor Gewicht machen. Ja, das ist der härteste Part. Ich habe seinen Zustand gesehen und da waren so Momente, wo ich mir dachte, Alter, okay, scheiße drauf, vielleicht sage ich ihm jetzt, komm hör auf, egal, so, mal weiter machst du nicht. Weil der so und wieder geredet hat und so, der konnte nicht mal richtig und so, ja. In diesem Zustand, ne, ist dir alles scheißegal, wirklich. Da kann jetzt jemand kommen, dich anmachen, irgendwas sagen, boah, du denkst dir, komm, geh weiter. Ehrlich jetzt, du bist am Ende. So, du hängst da nur noch so, freust dich gleich ein bisschen wieder zu trinken.
Du hast ja gesehen, man ist wirklich so laufende Zombies. Und wenn man jetzt sagen würde, machst du Exercise, ne? Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir sagen, die Gewichte machen ab, du darfst jetzt nicht mehr einen Tag vorher Gewichte machen. Ja. Viele, die Gegner dieses Verbots meinen, Leute werden trotzdem Gewicht machen. Die werden dann am Tag des Kampfes Gewicht machen, die werden trotzdem irgendwie so und unterernährt. Ah, dehydriert. Dehydriert werden, ja, ja, die ins Kampf gehen und so weiter. Was ist deine Meinung dazu? Meinst du, wenn man am selben Tag jetzt, ja, dann bist du selber schuld. Dann, ne? Ja, wenn du selber machst und selber so kämpfen willst, wärst du für dieses Gewicht machen? Ja, eigentlich schon. Ja, ne? Ja. Also, aber das jeder so macht, dann musst du das ja auch machen. Genau, das ist es ja. Viele wollen das gar nicht machen. Ich will, weil wissen, ich will das auch gar nicht eigentlich machen. Das ist eine große Belastung für das den ist Körper. Ja, ist ja nicht so gesund, für den, wenn du das immer wieder machst. Nicht so gesund ist ja schon sehr schön gesagt. Ja, das ist wirklich eine große Belastung für den Körper. Das ist sehr Stress auch für den. Ja. Ja, du bist dran. Sicher? 100 pro. Warte mal. Du, ich, du. Mal, du bist doch immer der Erste, oder nicht? Nein, 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 nicht immer. Das sind ja nur drei, das wechselt immer. Ach so, ich meinst ja immer, du bist der Erste. Das wechselt immer. Ach so, okay. Ja. Wenn es welche vier wäre, dann wäre ich gerade. Welche hast du genommen? Das kann ich dir nicht genau. Ich glaube, hier irgendwo, der zweite irgendwo, hier war das. Ja? Ich habe einen da gelassen. Wir haben das auf Kamera, wir können das beweisen. Alles gut. Okay. Ich meine, alle wollen von dir eine geheime Geschichte hören, nicht von mir. Ich würde mal interessieren von dir. Ich erzähle es dir so privat. So. Verliere. Und ich erzähle es dir privat, auf der Kamera. Ich habe einen, es ist schon schwer, so etwas von sich preiszugeben, so, weißt du, etwas, was ich würde langsam Pinsel in meine Augen machen, langsam nicht mehr. Das ist gut. Du wirst wir sind aber auch schon lange am Spielen, weil wir oft zwischendurch vergessen haben, Steine zu ziehen. Ich bin aus der Übung, glaube ich. Wir haben lange nichts gedreht, ich habe mich wirklich gefreut heute auf dieses Interview. Also einerseits, weil es mit dir ist, sowieso. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Danke dir. Aber andererseits auch so, endlich wieder was zu drehen. Ist auch immer so ein Moment, wo gar nichts mehr geht, oder? Oder geht immer was? Aber wir sind weit davon entfernt. Meinst du? Ich sehe locker 17. 17, ne? Ich locker. Auch 24. Mit Auto. Ich würde, manche von denen würde ich sogar mit, keine Ahnung, mit Fuß rausziehen können. Also so viele sehe ich da. Ja. So weit voraus bin ich. Du hast schon oft gespielt. Das so weit voraus bin ich dir, so in meiner Technik. Jenga-Technik. Aha, haben wir dich doch hier wieder. So. Eine andere, so lustige Frage. Wenn du Kanzler wärst, was würdest du anders machen? Ich würde mir erstmal den fettesten Gehalt auszahlen. Nein. Vielleicht macht das Merkel auch. Vielleicht Merkel macht das auch. Vielleicht ist das nichts Neues. Ja, wenn ich Kanzler wäre, ja, das würde ich jetzt. Also wie gesagt, ne, Hunger müssen wir nicht hier in Deutschland. Haben wir echt Glück. Ja. Aber es gibt schon Leute, die sehr arm leben. Ja, aber ich sage wirklich, ich weiß das ja selber. Wenn du dich halb an die Regeln hältst, dann bekommst du immer was vom Staat. Ich bin ja damals rausgeflogen dann von der Jugendbetreuung, deswegen hatte ich keine Unterstützung. Aber wenn du dich dran hältst, kriegst du halt Unterstützung. Mhm. Ich habe mich halt nie dran gehalten. Das würde ich ändern hier. So. Fällt dir ehrlich gesagt gar nicht sein, so was ich ändern würde. Ja. Scheiße. Der geht schon, aber der ist schon auch ein bisschen klebrig. Ist der. Boah, ey, film das mal jetzt ganz genau hier, wie ich das hier, wie ich den hier rausnehme. Findest du, das ist so beachtlich? Das ist richtig, ja? Klar, für mich ist das auf jeden Fall schon. Das ist eine Leistung für dich. Das ist eine Leistung hier. Guck dir das mal an hier. So. Nicht schlecht, so. Okay. Okay. Ach, aber ja, wir gelangen so in die Stufe an, wo es halt so von Amateur. Weil ich mach's ja ein bisschen Amateur schwieriger, schon. Verstehst du? Ich will das nicht so, dass wir nur. Das ist schon schwierig gewesen. Ja. Warum bewegt der dich jetzt so lange? Was sagst du hierzu? Der ist voll schwierig, nur die Sache ist, ich hol den so raus und das ist die Technik. Weil ich den locker gemacht habe, ja?
Wahrscheinlich. Du weißt genau, wie das auch funktioniert, das ist das ja. Ich finde es sehr geil, weil dass die Leute denken, dass ich voll den Durchblick habe, wer wo. Und so. Der war eben ich habe den noch selber getestet. Davor war 17, jetzt sind es so 15 habe ich noch. Wie gesagt, der mit dem Fuß ist immer noch da. Also als Kanzler würdest du nichts anders machen. Nee, ich nehme den wieder zurück. Kann ich ihn wieder zurück machen oder muss man? Kannst du machen. Oder kann ich ihn auch so lassen? Ja. Als Kanzler, ja. Ja, ich würde einfach erstmal alles so lassen. Ja. Alles so lassen. Ja. Ah, wir gehen mal viele bei der Fragen aus. Wenn du alt wirst. Oder ich würde alle Diskotheken schließen lassen. Ja? Ja, diese ganze. Oder Spielotheken. Diskotheken ja, geht ja. Spielotheken auch. Spielotheken würde ich auf jeden Fall. Damit du weiter schön feiern kannst, ne? Ja, ich war. Doch, du hast recht, Spielotheken. Ich war mit 20, so kurz nach 20 war ich noch in Disco zuletzt. Oh, hast du das gesehen? Nie hab Spaß dran gehabt, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das. Also ich tanze nicht, ich kann auch nicht tanzen. So, und ich, dass ich nicht singen und keinen Ton treffen kann, hat man auch gesehen vor kurzem. Und deswegen. Spielotheken, doch. Spielotheken, das ist etwas, was kommt. Leute wirklich was leben. Wirklich, das was nimmt, Familien zerstört kaputt. Familie. Ja. Das muss ich auf jeden Fall verbieten. So. Alles Boom. Schließen, weg. Das hat mich auf eine gute Sache gebracht. Ja. Wenn du alt bist. Ja. Und sagen wir mal, oder ich will es nicht sagen, wenn du stirbst, so, ja. Aber wenn man sich an dich erinnert, was willst du, dass man über dich sagt? So, weißt du, dieser Mann war so, der war stark, der stärkste Mann an der ganzen Welt, so, der beste MMA-Kämpfer. Welchen Satz würdest du gerne hören über dich? Nee, ich will immer, dass du dann sagst, so, ja, der war ein Vorbild, eine Vorbildsfunktion. Das will ich, dass man. Vorbild im Sinne von so, von seiner Menschlichkeit. Von Menschlichkeit, oder ja. Ich will immer, dass man nicht jetzt auf mich heraufschaut, aber dass man sagt, so, ey, der hat versucht, der jungen Generation was beizubringen. Oder denen was auf die Wege leitet. Ich will nicht haben, dass man über mich groß redet. Weißt du, wer bin ich denn, dass man über mich groß reden soll? Aber nur, dass man einfach in guten Erinnerungen bleibt. Ja. Dass die nicht sagen, ey, der hat jeden abgezogen. Bei dem musst du aufpassen. Das war ja früher so. Ja, bei dem musst du aufpassen. Ja, bei dem war das. Also war das Abziehzeiten? Ja, aber so Normales habe ich niemals. Guck mal, das ist auch eine Regel, muss ich auch sagen. Du Leute, die legal gearbeitet haben, niemals. Ältere Menschen nicht, Frauen nicht. Und nur halt, die das für mich verdient haben. Also du hast schon, ihr habt schon einen Kodex gehabt. Ich hatte einen persönlichen Kodex. Nur die vom Milieu. Du bist dran. Nur die vom Milieu. Und dieses Abziehen und hier so Leute, Leute, die es verdienen, überfallen, das ist also nicht der einzige Fall bei dir gewesen, so diese Geschichte mit Polizisten. Nein, natürlich nicht. Nee? Das war. Kannst du so grob sagen, wirklich, wie viel ich das war? Mir wirklich mit leider mit 16 bin ich von der Jugendbetreuung rausgeflogen. Ja. Und dann ich hab ja Unterstützung vom Jugendamt bekommen. Und dann haben die mich hier rausgekickt, dann hatte ich keine Einnahme mehr. Und dann fing das an. Wie zahle ich meine Miete? Ich hatte ja eine eigene Wohnung mit 16, weißt du? Wie zahle ich meine Miete? Wie esse ich? Das ging ja, war ja nicht, um das cool zu machen. Ja. Ich musste wirklich Miete zahlen. Dann hatte ich 3-4 Monate Mietstände, Rückstände. Überleg mal, 16-Jähriger hast du schon 2000 Euro Minus. Dann musst du Geld machen. Guck mal, Kerim, ich habe. Und dann manche sagen, ey, du könntest fegen oder wie viele Jahre soll ich fegen für 2000 Euro? das wollte ich sagen. Wenn du jetzt so kommst mit diesem Argument, gibt viele Leute, denen es sehr gut, sehr schlecht geht, die trotzdem nicht so kriminell werden. Aber wenn du sagst, du hast ja so auf Robin Goodmäßig, ich meine, wir haben alle unsere irgendwelche Fälle, so weißt du. Es ist, dir wirft das niemand vor, so weißt du. Was heißt, wirft niemand vor, dass du jetzt, dass es hinter dir liegt und drüber reden kannst, das ist schon groß, so, ja. Und, aber das damals so war, als Jugendlicher macht man viele Fehler. Es gibt Leute, die haben viel Schlimmeres gemacht. Ja, natürlich, viel schlimmere Sachen. Aber bei mir war auch, ich hatte auch keine Hand, die mich erzieht. Weißt du? Das ist ein großes, sehr starkes Argument. Wäre jetzt mein Vater, dann natürlich hätte ich niemals. Das ist eine Schelle gekriegt, so. Ja, na klar, ich konnte doch schon mit 16 machen, was ich will. Gib mir einen 16-Jährigen mal so viel Freiraum wie mir. Glaub mir, die wären schon längst woanders in der Gosse, verstehst du? Ja. Ich habe ja auch nie selber Drogen konsumiert oder irgendwie mal was. Hast du nicht, ne? Noch nie in meinem Leben. Ich habe noch nie mal einen Schluck Alkohol getrunken. Echt? Noch nicht mal an der Zigarette gezogen.
Weil ich hatte so Angst davor, verstehst du? Du hast nie probiert, Alkohol? Noch nie, nie. Echt? Weil, krass. Das nie in meinem Leben habe ich sowas probiert. Ich glaube, das muss in Guinness-Rekordbuch reingehen. Ja. Und auch nie keine Zigarette noch gezogen? Noch nie, nix. Ah, daher diese Kraft, ja? Ja. Diese Bulle-Kraft. Deswegen, man sagt ja, du könntest ja auch vernünftig, sag mal einen 16-jährigen Jungen, der kein allein tun kann, was er will, man ist von sehr der Straße gefährdet. Kommt, von so einer Scheiße kommt, und dann sagt man, der geht mal normal arbeiten. In diesem Alter ist man sehr gefährdet von diesen romantischen Vorstellungen, von dieser Kriminalität und so. Jo, boah, vor allem diese letzte so, die, wieso ich die Rap-Szene, also ich mag die Rap-Szene und viele Rapper und viele Lieder auch, aber eine Sache, die ich an dieser Szene nicht mag, ist dieses Glorifizieren von dieses Drogenverkauf, ja. Straße, ich hab dies bum bam gemacht, das ist etwas, worüber redest du verdammt nochmal, worüber singst du verdammt nochmal, schäm dich doch mal darüber zu singen, so. Ich hab Yayo verkauft, zum Beispiel, ja. Was ist das? So was ist das für eine Aussage? So einen hätte ich direkt abgezogen. Genau so. Die das Rappen, ich meine, die hätte ich direkt abgezogen. Hätte ich dich bei jemandem abziehen sehen, der Yayo verkauft, hätte ich das nur gefeiert, ja. So, nee. Lassen wir das mal auf. Okay, den Satz ist schon rausgeflogen, aber wir wollen ja keine Kriminalität feiern. Wir feiern auch keine Kriminalität. Gar keine also, ja. Nee. Wir haben hier, uns geht es gut, wir haben hier Gesetze. Wir sind in einer sehr gut funktionierenden Leben in der Stadt, wir haben Glück, ja, und wir müssen uns Gesetze halten. Das ist ja, diese Gesetze sind ja für alle da und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, was deine Vergangenheit war, du hast damals diese Sachen gemacht. Es ist aber schon interessant, ich sag mal, ich meine das wirklich, es könnte, vielleicht kommt irgendwann mal jemand, vielleicht sieht jemand dieses Interview und kommt zu dir und sagt, hey, ich will deine Geschichte verfilmen. Ich hatte schon mal ein Angebot gehabt. Echt? Ja, Angebot dafür gehabt, das zu verfilmen. Gut, was für mich normal war, so, ich dachte, ach, juckt doch sowieso keinen. Das war ja so ein normales Leben von mir. Da habe ich mal, da sind ja noch viel, viel andere Sachen vorgefallen. Ja. Kann ich jetzt hier nicht alle sagen, aber den habe ich das erzählt. Aber im Drehbuch können wir das reinschreiben. Ja, klar, kannst du alles reinschreiben. Und dann habe ich mal ein bisschen so ausgeplaudert, meinte, wir müssen dein Leben verfilmen, sagt, das ist doch nicht normal. Und so. War das jemand aus dem Geschäft sozusagen? Ja, aus dem Geschäft, genau. Ja? Ja. Der ist auch sehr bekannt. Der macht für sehr große Firmen, Mercedes, Porsche, macht er halt die ganze Werbung. BMW. Und wieso hast du jetzt, wieso kam es nicht dazu? Ja, ich hatte wenig, ehrlich gesagt, wenig Zeit dafür. Das heißt, er war auch immer beschäftigt, dann ich auch beschäftigt. Und er wollte mit dir schreiben, das? Er wollte das Ganze verfilmen. Also er hat das sogar immer noch vor, ich habe vor kurzem mal mit ihm darüber geredet. Wenn ein bisschen Luft da ist, kann man das gerne machen. Aber ich will auch erst filmen, wenn ich mal diesen UFC-Vertrag bekomme. Ich meine, ja, die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Die ist noch nicht zu Ende. Vor allem, wenn du UFC-Vertrag hast. Und dann, inshallah, was eigentlich gar nicht so, weißt du, weit hergeholt ist, du den Titel hast. Leider das viel werden, Politik. Ja, aber dann werden sehr viele kommen. Wir müssen jetzt dich signen, so, weißt du, dass du uns die Rechte verkaufst. Das, was man sagen muss, ist wirklich leider sehr, sehr viel Politik. Von der Leistung mängelt es ja nicht. Ich habe jetzt meine letzten 8, 9 Kämpfe fast alle vorzeitig durch Knockout gewonnen. Ich habe jetzt 4-mal meinen Gürtel verteidigt. Ich bin hier im Weltergewicht, meine Gewichtsklasse Nummer 1 gelistet. Ich war Westeuropa die ganze Zeit Nummer 1 gelistet. Was soll ich denn noch machen? Wen soll ich denn noch K.O. schlagen? Das ist oft, weißt du, der passende Moment auch. Ja. Aber das hat viel mit Verbindung zu tun, aber jetzt das Gute, ich habe einen jetzt hast du gute Manager, Verbindung. Der Ivan hat auf jeden super Fall super Draht zu der UFC, ich hoffe, das klappt doch. Und wenn jetzt der Angebot kommt, bei PFL zu kämpfen für 1 Million? Ich hatte letztes Jahr, der aus Schweden, der für Alexander Gustafsson, der, glaube ich, das Management macht, der hatte mir letztes Jahr das Angebot. Aber mir war das erstmal zu riskant wegen der UFC und du musst dann 5 oder 6 Kämpfe in einem Jahr und dann halb 77 Kilo. Da dachte ich mir, wie soll ich das machen? Das ist schon, ja, das ist schon echt hart so. Das ist schon eine Belastung. Wir haben das aufsteigen ja bei bis 84 war ich zu leicht, weißt du? Und dachte ich mir so. Also zwischen den Kämpfen so Gewicht unten zu halten, ist schon viel schon das schwer. Ist schon, ey, das ist krass. Also ich weiß auch nicht, wie Abus, der hat bis 84 gekämpft, ne? Der hat bis 84 gekämpft. Die Sache ist bei Abus, der wiegt auch nicht so viel. Also der kann 84 leicht machen, weil der ja, normal der ja mit 90 rumläuft. Ja, 90, ja, okay, ja, 6 Kilo geht das. Das sind 6 Kilo, die nimmt er wieder zu. Aber bei mir so diese 13 Kilo. Bei dir ist es viel mehr, ja.
dann bist du ja durchgehend das Jahr auf Diät. Da musst du ja komplett achten drauf. Aber du musst noch beachten, es ist eine Million, die verdient man nicht einfach so. Ja? Eine Million ist schon ein Batzen, so, ja. Was, wo du sagen kannst, jo, jetzt hat es sich gelohnt alles. Wobei, ja, das heißt, du bist für ein Jahr mindestens weg, ja, wenn du mit denen signst. Und sagen wir, leider hat er verloren im Finale. Was? Guck mal, der hat alles weggehauen, hat einen Kampf verkackt. Normalerweise, Junge, den musst du in die UFC reinschmeißen, die sollen, müssen den mit Kusshand nehmen, sagen. Verstehst du? Weil der jetzt eine Niederlage hatte, haben die den auch nicht, wie ich das mitbekommen habe, nicht reingeholt, weißt du? Also mit das der... Ist, das meine ich, dieses Undankbare. Guck mal, der hat alles weggehauen da, ja, verliert da einmal und dann jetzt, ja, jetzt, weil der aus einer Niederlage kommt, kann der nicht in die UFC oder was? Der muss noch ein paar Kämpfe machen. Das und, ist fast das, finde ich. Der hat schon, wie viele Kämpfe, ja, soll er noch machen? Also, wenn ich dort wäre, würde ich natürlich den sein. Das meine ich mit dieser Politik da, verstehst du? Ja. Nein, den kannst du nicht, weil die obere Reihe nicht voll ist. Ah, okay. Die da drunter kannst du da nicht. Okay. Ab hier kann ich wieder. Ja, genau, die dritte drunter kannst du, okay, ja. Aber jetzt wird das ernst hier, weißt du, das sind schon... Wir haben auch angefangen, schneller zu spielen. Ich überlege, soll ich extra einfach verlieren? Ja. Yeah. Obwohl ich ein schlechter Verlierer. Alle wollen bestimmt, die Zuschauer wollen bestimmt, dass du verlierst. Ja, natürlich wollen die das spielen. Wenn du dich entscheiden musst, ob du etwas machst oder nicht, fragst du jemanden um Rat? Gibt es da jemanden, dessen Meinung dir wichtig ist? Oder? Ja, ich frage immer eine gewisse Person. Ja? Ja. Willst du die nennen? Nee, wenig lieber nicht. Aus deiner Familie? Ja, aus meiner Familie. Okay. Immer jetzt. Ich mach selten also eigene Entscheidungen. Ja. Weil wenn ich damals eigene Entscheidungen gemacht habe, die gingen meistens da hinten los. Aha. Okay. Außer es muss schnell gehen, normal, dann handle ich direkt. Aber bei so größeren Sachen frage ich schon mal. Nicht jetzt, was ich jetzt im Supermarkt kaufen muss oder sonst. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast meine Aufmerksamkeit auf eingeschläfert. Ich spiele das zum ersten Mal. Aber dabei habe ich gesehen, dass du ein Spiel bestellt hast. Du hast mir, ja, ich bestellt. Du hast mir ein Foto geschickt. Ja. Du sagst, du sage, ich habe bestellt, aber nicht gespielt. Ja, ja, das kannst du gleich als Geschichte verraten auch. In Wirklichkeit habe ich es seit... Jeden Tag. Ja, jeden Tag seit 2 Monaten gespielt. Ich kann auch mit Augen zu spielen. Den darfst du doch nicht, hast du eben noch gesehen. Nein, jetzt ist ja voll. Ach so, wenn es oben voll ist. Genau, die oben, okay, ist ja voll. Okay, jetzt kann, okay, jetzt darf man. Jetzt habe ich mich. Ich sehe blind 14 Stück, die ich mit meinem rechten Auge raushauen kann. Ah, hast du den gesehen? Ja, sehr gut. Hast du den blind gesehen? Also das ist jetzt 32er Reihe. Ist nicht schlecht, ist schon erleichtert. Ist schon gut? Du bist von Amateur in so Fortgeschrittene aufgestiegen. Boah, auf jeden Fall, ja. Okay. Noch nicht Profi, da gab es schon krassere Geschichten. Ja? Aber schon so fortgeschritten. Du kannst schon sagen, du kannst das spielen. Okay, das ist schon mal gut. Ja. Wenn jemand sagt, das allererste Mal in meinem Leben gespielt. Nicht als Kind. Ich habe mir das extra wegen dir bestellt gehabt. Ne? Ich habe es auch nicht als Kind gespielt, ja, zum Beispiel. Ich habe andere Sachen gespielt als Kind. Und du bist auch in Tschetschenien groß geworden, ne? Ja, klar. Ja, hast du mit Handgranaten gespielt, ne? Wir haben eine Geschichte über mich. Das ist ja wirklich wir haben, so. Wir waren aus dem Hauptstadt in unser so Familiendorf. Was heißt Familiendorf? Wir haben alle Tschetschenien, haben so ihre Dörfer, wo die herkommen ursprünglich. Ja. So, ja? Und wir sind in das Dorf gefahren. Und es gab so 2 Tage danach so gab so Hubschrauber Bombardierung des Dorfs, okay, aber mehr außerhalb. Aber unser Haus im Dorf ist auch ein bisschen seitlich so außerhalb. Und es war sehr nah an und so. Und die haben so aus Hubschraubern Raketen geschmissen. Ach du Scheiße! Paar Häuser sind verbrannt, auch komplett dies das. Und es war so voll die Panik im Dorf und ich und mein Cousin, 2 meiner Cousins sind rausgelaufen in dieses Feld, wo die bombardiert haben und haben tatsächlich so eine komplette Rakete, die nicht explodiert ist, nach Hause gebracht, du weißt. Die ist nicht explodiert, die war noch, die, als wir angekommen sind. Blindgänger, sagt man. Ja, als wir angekommen sind, war die noch so am so fast am Brennen, so weißt du. Ich war so 9 oder so. Hat der Vater 9 oder 10. Mein Onkel hat mich zum ersten Mal in meinem Leben zusammengeschlagen. Und er hat nur mich geschlagen, weil der meinte, du bist der Ältere von denen, von Cousins. Du hättest das wissen müssen. Und ich war dabei 10 oder so. Krass. Wir haben gewartet, bis die so
die war so fast am Brennen. So, wir haben gewartet, mit Erde drauf geschrieben. Die war so in Erde drin auch so, ja. Und dann irgendwann haben wir so ausgegraben und so komplett so. Und alle drei so, weißt du, so, oh, die schwer so, halt du auch mit mir so. Das war so, bei Hubschrauber sind das ja nicht so richtig groß, also. Das sind so eher so mittelmäßige so. Und dann haben wir sie nach Hause gefahren, getragen. So. Boah, das ist auch eine krasse Story. Ja, das war unsere Kindheit. Ja, ja, das ist ja leider so. Das ist ja nicht, guck mal, jetzt kannst du drüber lachen, aber das ist eigentlich nicht so lustig. Ich meine, damals war das auch sehr lustig. Dann wurde das zur Anekdote in meiner Familie. So. Weißt, jeder hat das erzählt. Du, wenn er nach Hause kommt, musst du immer so seine Taschen untersuchen, ob er nicht in einer Rakete nach Hause gebracht hat. Ja. Aber es gibt krassere, schlimmere Geschichten aus Tschetschenien, die nicht, Gott sei Dank, mit mir passiert sind. Und ich hatte das Glück, dass ich mit 15 nach Deutschland gezogen bin und jetzt ich gegen Kerim gleich dieses Spiel gewinnen werde. Deswegen, ich hatte schon oft viel Glück in meinem Leben, muss ich sagen. Du machst dir schon Sorgen, ne? Überleg dir, was wirst du als... Ich überlege wirklich die ganze Zeit, aber ich... Was du erzählen wirst. Das kann ich erzählen. Boah. Das ist schon schwer geworden hier. Alles schwer geworden. Nee. Guck mal, der dreht sich mit. So, wenn zwei so fest sind, muss der eine... Nein. Nein. Siehst du hast schon diese Erfahrung. Ja. Wenn zwei fest sind, muss einer locker sein, ne? Ja, ich habe ja nie behauptet, dass ich so weniger als du gespielt habe, dass ich keine Erfahrung habe. Nie behauptet, ja, dass ich schon. Aber so auch jetzt gut zu wissen, habe ich was Neues gelernt. Das ist ja gut. Wenn zwei fest sind, ist einer locker. Muss eigentlich. Ist nicht immer so, aber meistens ist das so. Das ist dann wie bei den Zähnen, ne? Wenn zwei fest sind, schlage ich locker. Ja. Okay. Ich darf jetzt. Ja, den darfst du, ja. So, was habe ich so als Fragen? Wir sind mittlerweile, glaube ich, so fast bei 2 Stunden, ja? Boah, müssen wir gleich machen. Ja, du hast 2 Stunden würde ich mir, glaube ich, selber auch nicht mehr anschauen. Was ist, okay, die Frage ist, die kann man stellen, die kann man nicht stellen. Was ist deiner Meinung nach der Sinn des Lebens für dich? Deine Formulierung. Der Sinn des Lebens ist, dass du deinen Glauben lebst. Das ist so am Ende wirklich. Also das. Ich versuche natürlich auch, ich bin nicht perfekt, aber das ist für mich so der Sinn des Lebens. Weil was bringt dir jetzt? Ich habe alles gehabt, ich habe Geld verdient, Autos, Luxus und auch das andere gesehen. Was bringt dir das alles? Also das erfüllt mein Herz auf keinen Fall. Das macht mich so glücklich, so ist cool zu haben. Ich könnte auch mit nichts wieder leben, weißt du, das meine ich mit. Das macht mich jetzt nicht glücklich oder erfüllt mich. Wenn du jetzt nichts hättest, also was so vielleicht manche vorwerfen wird, wenn du jetzt auf einmal jetzt nichts hättest, würdest du in die Kriminalität fallen? Nee, jetzt würde ich versuchen, richtig. Ich bin mir auch viel weiter vom Kopf und kannst mich ja nicht mit 16, 17, 18 mehr vergleichen. Waren diese Überfälle mit 16, 17, 18? Nein, da hat es angefangen, ging ein bisschen länger. Ja. Aber es war schwierig, wieder da rauszukommen. Wenn du einmal drinne bist, ist es schwierig. Ja. Ach, was ich noch fragen wollte. Hast du jemals dann... Hast du jemals jemanden, von dem du damals überfallen hast, noch wieder gesehen oder von ihm gehört? Ja. Ja? Ja, oft. Oft die Leben, waren das auch alles in Düsseldorf, alles die Überfälle? Boah, der war ein Wackel, ne? Nee, ich hab fast überall. Ja? Fast überall. Ja. Das ist schon wirklich krasse Geschichte. So. Ja, das ist wirklich, das ist filmisch. Und ich kann einen Verrückte, ne, ist das, kann ich das, wenn ich verliere? Ja, wenn du verlierst, aber guck mal. Das, was keiner weiß. Ja. Verrückte, es muss etwas sein, was du gerne auch geheim halten würdest. Ach so, das dann nicht, das kann ich dann auch jetzt erzählen. Ich meine ja. Ja, dann kannst du jetzt. Ich dachte damals so, ich habe niemals damit gerechnet, ey, kannst du sterben oder irgendwie, ne? Nie habe ich daran gerechnet. Und eine verrückte Sache ist, ich bin mit einem, auch noch ein Kindheitsfreund von mir, der mit mir in Derendorf, bin ich mit dem groß geworden da. Sind wir beide einfach wie so Verrückte mit zwei anderen, aber das waren richtig, die waren einen auf hart, haben die draußen gemacht, aber im Endeffekt hatten die gar keine Eier. Und die wussten, wir sind jung und wir haben uns alles getraut. Dann sind wir einfach mit nichts, einfach nur Holland, aber zu Leuten, die richtig was zu melden haben. Wollten die einfach überfallen, ohne Waffen, ohne nichts, so zwei einfach. Wenn du jetzt denkst, du Vollidioten,
sind da hingegangen, wollten die einfach ausrauben. Die haben das natürlich gecheckt, sind direkt geflüchtet, aber das waren am, haben wir nachher dann erfahren, waren das große Namen. Ja. Das könnte auch ganz, ganz anders enden, weil diese Leute da drüben machen, die machen direkt. Die machen kurz, gar keinen Spaß, ne? Direkt kurzen Prozess. Und da habe ich mich letztes Mal mit meinen Kollegen nochmal unterhalten. Meine ich, ey, zusammen, wie krank waren wir damals, habe ich gesagt. Wir fahren einfach in einem Land, erstmal, wo wir uns gar nicht auskennen, mit Leuten angelegt, die schon ein ganz anderes Level sind. Ich, wie krank haben, was waren wir da damals? Und auch unbewaffnet und alles. Der jugendliche Maximalismus, muss ich damals. Ja, da, du hast kein, wie sagt man, ich hatte kein, ich dachte, mir kann einfach nichts passieren. So. Hast du hier Mike Tyson gesehen, der mit 43 jetzt zurückkehrt? Der ist eine Maschine. Der ist wieder in Form auch, der hat wirklich stark abgenommen. Findest du, das ist eine gute Entscheidung? Ja, der macht das für einen guten Zweck. So richtige Karriere auf keinen Fall. Ich habe sogar gehört, der kämpft jetzt mit Tyson Fury oder so. Stimmt das? Irgendwo gelesen, ich, könnte Quatsch kann sein. Kann ich nicht glauben, glaube ich, Tyson Fury ging. Könnte eine Verschwörungstheorie sein. Also von den Dings her dürfte er ja gar nicht. Also wenn sie nicht um den Titel kämpfen? Ja, wenn die nicht um den Titel kämpfen, so Charity. So. Ja, Charity-mäßig. Dann vielleicht, aber Tyson ist zu riesig. Also Tyson Fury ist zu riesig für Tyson. Tysons ja. Zeit leider auch vorbei. Ja, das ist 43. Zu seiner Prime-Time, da hätte der den umgebracht. Findest du? Der hätte den seinen Kopf abgerissen. Tyson damals, zu seiner damaligen Zeit, der hätte jeden beseitigt. Ja, der war schon eine Rakete, stimmt. Der war ja in Düsseldorf einmal, habe ich ihn hier getroffen. Ja? Mhm. So. Bei was? Beim war Training? Der hat so, nicht mal weit hier in diesem Kino hat der so eine Art Vortrag von über sein Leben und so. Der ist ein Fury, ja? Nein, Tyson, Mike Tyson. Mike Tyson, okay. Das war ja damals mein Vorbild überhaupt, weißt du? Ja. Habe ich kurz mit dem geredet. Ist ein krasser Typ, der ist. Dann dachte ich mir so, ey krass, das ist mein Kindheitsidol, weißt du? Mhm. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe. Der ist ziemlich klein für Der hat jetzt höchstens 1,80. Der ist nicht mal 1,80. Oder nicht mal, ja. Der ist 1,77 oder so. Aber der hat so eine Faust. Genau, für Schwergewicht, das ist nichts. Der hat die Hand gegeben, der hat wie so zwei Hände, so eine Faust hatte der. Wenn der deswegen, wenn der einmal trifft, diesen Ballermann hat der immer noch. Der Holyfield trainiert ja jetzt auch und es kann sein, dass die miteinander kämpfen wollen, mit Holyfield, so dritter Kampf. Ja, das wäre gut. Ja, aber ich würde schon Tyson Fury anschauen, wenn der Tyson jetzt in guter Form ist. Ist zwar unfair, okay, andererseits würde mir auch leid tun zu sehen, dass Mike Tyson von Tyson Fury jetzt niedergeschlagen wird. Du weißt, dass Tyson Fury in seinem Namen als Andenken an Mike Tyson genannt wurde. So Tyson. Ja, habe ich auch mitbekommen. Krass, ne? Und wenn die jetzt miteinander kämpfen, das wäre schon Bombe. Also Leute würden schon gucken. Aber ich würde das niemals machen. Ich persönlich meine nicht. Das würde ich niemals gegen Tyson kämpfen. Ja, aus Respekt, ne? Ja, aus Respekt. Da kannst du nicht gewinnen. Boah, der hat einen gefunden. Yes. Okay, ich würde sagen, du bist nicht schlecht. Nicht schlecht. Boah, der ist hängt aber. Das ist gut. Ich hoffe, das fällt. Steht der drauf? Celine Youssef, die war auch Gast in unserer Sendung. Auch eine sehr interessante Sendung gewesen. Schau dir an. Okay, schau schon. Bilde dich weiter. Oh, jetzt habe ich geschwitzt, ey. Bam. Normalerweise kann ich gar nicht lange sitzen. Ich bin so ungeduldig. Ich spüre das auch schon, was, aber. Meine Beine. Muss man ein bisschen ausstrecken hier. Gewonnen. So. Irgendwie war ich mir ganz sicher, dass ich gewinnen werde. Und ich ist dir das einmal umgekippt? Ja, bei Max Schwind habe ich auch verloren. Bei deinem Trainer. Siehst du, ich habe von den Besten gelernt. Was danke, los? Max. Was los mit euch? Ja. Okay, meine Geschichte. Wir wollen das jetzt nicht in die Länge ziehen. Ich habe mir überlegt, was werde ich erzählen. Und ja, mir unangenehme Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, yeah. Wir waren in Nachbarrepublik wegen dem Krieg. Da war ich schon 12 oder 13 Jahre alt.
Und ich habe bei meiner Mutter aus der Tasche, die ging, mein Vater war noch in Tschetschenien, die fuhr nach Tschetschenien und die bekam immer Geld von ihr, von meinem Vater halt so für Familie so, ja. Und eines Mal, als sie zurückkam, habe ich ihr aus der Tasche tatsächlich so umgerechnet, so wie 10 Euro so, ja, geklaut. Und dann habe ich, das ist noch nicht Ende der Geschichte, bin ich runtergegangen ins Kiosk, habe eingekauft, Süßigkeiten gekauft für mich und für ein paar Freunde. Da haben wir das gegessen, dann dachte ich mir, fuck, also da waren so mehrere Zehner drin sozusagen. Dann könnte ich eigentlich noch eine Zehner klauen. Dann bin ich wieder hochgegangen, wir waren auf dem 8. Stock so, haben sie wieder einen Zehner geklaut. Und dann habe ich wieder Süßigkeiten gekauft, wieder haben wir Süßigkeiten gegessen. Ich war so 12, 13, so um den Dreh. Aber ich war in einem Alter, wo ich verstand, dass das ganz scheiße ist, was ich da mache. Verstehst du? Uns ging nicht so gut so, ja, damals. Es war so, jeder Rubel war schon gezählt sozusagen. Das war so schon ein paar Jahre nach dem Krieg und es waren so Zeiten, wo man nicht wirklich... das war zwischen den Kriegen. Es war schon, mein Vater kehrte zurück nach Tschetschenien, weil er in der tschetschenischen Regierung damals gearbeitet hat. Und nach Kriegszeit, da hat man nicht wirklich viel verdient. Und alles meiste, was er verdient hat, hat er halt an seine Familie geschickt in diese Nachbarstadt in Nalchik. Das ist Nachbarrepublik, auch in Nordkaukasus, wo wir gelebt haben. Also, was habe ich gemacht? Ich habe zweites Mal Süßigkeiten gekauft und dann bin ich nochmal hochgegangen. Dann habe ich das dritte Mal 10 Euro gekauft. Ich hab danach... Beim dritten Mal habe ich diese 10 Euro aber nicht ausgegeben. Ich habe schon danach schon gespürt, dass ich wirklich so Scheiße mache hier. Da bin ich wieder hochgegangen und habe es wieder reingesteckt, diese 10 Euro. Aber die hatte ich schon rausgeholt und vorgehabt, so die auszugeben. Und diese Geschichte, meine Mutter weiß es immer noch nicht. Die schaut eigentlich diese Interviews und ich hoffe, in dem Moment, wo die schaut, Mutter vergibt mir das. Ich hatte eigentlich nie den Mumm, nicht Mumm, ich schämte mich, ihr das zuzugeben, ihr davon zu erzählen, weil das ist wirklich das erste und das letzte Mal. Und damit habe ich wirklich sehr lange gelitten, so selber, so mich daran erinnert, wie scheiße ich mich eigentlich damals benommen habe. Und meine Mutter eigentlich, die alles für uns macht, so, und damit wir alles haben, so, ihr so aus der Tasche so Geld zu klauen und für Süßigkeiten auszugeben, lassen. Aber jetzt ist es raus. Ich habe verloren und wenn man verliert, sollte man fair verlieren und, ja, seine Versprechen halten. Das ist meine Geschichte und so geht's weiter. Und du hast uns schon sehr viel erzählt, deswegen das ist einerseits auch fair, dass ich verloren habe und erzählen musste. Gut, ich hoffe, ich verliere nie wieder. In dem Sinne, danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke, Kieran, dass du da warst. Ja. Sehr, sehr geil. Hat Spaß gemacht. In dem Sinne, peace.